Finalsonntag, das heißt natürlich auch wieder Check24 WM-Doppelpass-Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Was waren das noch für glorreiche Zeiten, als sich der Bundestrainer Joachim Löw und sein damaliger Kapitän Philipp Lahm die Bälle problemlos zugespielt haben. Doch das ist Schnee von gestern. Philipp Lahm kritisiert den Bundestrainer vor allem seine Führungsschwäche. Und weil er gerade so in Fahrt ist, sagt er auch, die junge Generation sei ihm viel zu egoistisch. Sinn oder Unsinn, was sind die Ziele von Philipp Lahm? Heute darf er erstmal den Pokal wieder überreichen. Das Überraschungsfinale steigt in gut 6 Stunden. Frankreich gegen Kroatien. Wir wollen analysieren, wer wird sich durchsetzen? Die Defensivkünstler aus Frankreich oder die Leidenschaft der Kroaten? Er ist zum ersten Mal da. Ich freue mich ganz besonders. Zuletzt hat er Werder Bremen trainiert. Hier ist Alexander Nuri. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Morgen. Wie sehr hat dich die Kritik von Philipp Lahm überrascht? Schon arg. Also man wünscht sich ja schon, das nicht in der Öffentlichkeit so zu tun. So kriegt das natürlich so einen Beigeschmack, dass es auch so ein bisschen Eigen-PR war. Grundsätzlich, wenn du solche Kritik auch äußerst, dann ist sie ja meistens konstruktiv, wenn du sie auch in seinem Fall, wenn du so einen gemeinsamen, langen, erfolgreichen Weg gegangen bist, so vertrauenswürdig auch miteinander gearbeitet hast, dann hätte ich mir eigentlich eher den Weg gewünscht, das intern anzusprechen. Ist das auch mal passiert? Hat sich dein Kapitän auch mal kritisiert, vor allem öffentlich? Wahrscheinlich nicht, eher intern? Gibt's aber schon? Also grundsätzlich ist das natürlich immer auch wichtig und inhaltlich sind da natürlich auch viele interessante Punkte und wo man natürlich auch drüber diskutieren muss und von der Sachlichkeit her finde ich es auch in Ordnung. Die Art und Weise ist halt das, was ich unglücklich finde, also über die Öffentlichkeit sowas zu äußern. Bin gespannt, was unsere weiteren Gäste dazu sagen. Er ist Mitglied der Bild-Chefredaktion. Herzlich willkommen, Kai Tramann. Guten Morgen. Oh nein, die gar nicht vorstellen. Hier ist unser Sport1-Experte, Peter Neururer. Keine Angst, er hat nicht seine ganze Familie mitgebracht. Liebe Kollege von RTL, Thomas Wagner. Hallo, schönen guten Morgen. Mann, wir haben vor ein paar Tagen Quizduell zusammengespielt. Ja. War wunderbar. Matze ist da. Matze Knob. Hallo. Ja, und was soll ich sagen? Noch bin ich guter Dinge und habe gute Laune. Ja, auch hier ist unser Sport1-Experte Thomas Strunz. Hallo, guten Morgen. Nicht zu vergessen auch unser Schiedsrichter-Experte Bernd Heinemann. Morgen, Bernd. Hallo, morgen. Tja, und sie schleppt mich durch jede Sendung. Hier ist Ruth. Guten Morgen. Fast. Schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Also, Philipp Lahm ist ja bekanntlich keiner, der Dinge aus dem Bauch heraus macht. Wenn er was tut, dann hat es in der Regel einen Plan und da hat er sich was wirklich dabei überlegt. Wahrscheinlich auch mit seiner Aussage über Jogi Löw. Auf alle Fälle kann er sich sicher sein, dass diese öffentliche Kritik natürlich hohe Wellen schlägt, was es ja auch getan hat. Und demnach ist so ein bisschen die Frage, wollte er wirklich nur aufrütteln oder hat er vielleicht selber einen Job beim DFB im Auge? Was würden Sie davon halten, liebe Zuschauer? Unsere Frage der Woche. Soll Lahm eine Führungsposition beim DFB übernehmen? Und wenn ja, welchen? Rufen Sie wieder an unter der 01379012233. Schreiben Sie uns via Facebook und Twitter. Und dann gibt es auch heute wieder unter allen Anrufern einen offiziellen Spielball der WM zur Verfügung gestellt von Engelhorn Sports. Und Sie können natürlich auch wieder online mit live bei unserem Voting mitmachen. Da ist die Frage auch schon offen. Lahm kritisiert Löws Führungsstil. Hat er recht? Also gehen Sie mal auf unsere Online-Seite sport1.de/mittendrin und stimmen Sie mit ab. Danke fürs Mitmachen.
Vielen Dank, Ruth. Vor 2,5 Wochen sind wir aus dem WM-Turnier geflogen. Seitdem schweigt auch der Bundestrainer, aber andere reden. Philipp Lahm hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Wenn man so will, eine verbale Blutgrätsche gegen Joachim Löw. Philipp Lahm erklärt das WM aus und benennt eines der Hauptprobleme, Jogi Löws Führungsschwäche. Ich bin überzeugt davon, dass Jogi Löw seinen kollegialen Führungsstil ändern muss. Er muss eine Kultur strafferer, klarerer Entscheidungen etablieren. Sagt der Ehrenspielführer, der noch nie in seinem Leben eine Profimannschaft trainiert hat. Lahms Begründung: junge Spieler von heute funktionieren nur mit Autorität. Die beschriebenen Spieler brauchen eine deutlich straffere Führung. Die Profis der heutigen Generation ticken komplett anders. Aber für wichtiger halte ich das Ausbildungssystem, das den jungen Sportler fast zwangsläufig zum Egoisten macht. Mit Egoismus kennt sich Lahm in der Tat aus. 2010 forderte der damalige Interimskapitän mitten im WM-Turnier die Kapitänsbinde des verletzten Michael Ballack auch für die Zeit nach der WM ein. Eine Diskussion ausgerechnet zwischen Viertelfinale und Halbfinale. Und 4 Jahre später weigerte sich Lahm, während der gesamten Vorrunde Verteidiger zu spielen, weil er lieber im Mittelfeld auflief. Daraus folgt: Egoismus ist ganz offensichtlich kein neues Phänomen. Aber Lahm hat vielleicht trotzdem recht. Seine eigene Geschichte macht deutlich, dass Jogi Löw schon bei den letzten Weltmeisterschaften durchaus Führungsmängel gezeigt hat. Der Unterschied zu heute: die damaligen Teams waren einfach besser. Was die neue Spielergeneration, deren Ausbildung und die Leistungszentren angeht, liegt Lahm womöglich auch richtig. Trotzdem sollte man nicht vergessen: die WM 2018 haben vor allem die älteren Spieler verbockt. Davon abgesehen, warum kommt Lahm jetzt aus der Deckung? Will er sich für einen Posten selbst ins Spiel bringen? Kann Löw jetzt weiter schweigen? Und überhaupt, wie viel Wahrheit steckt in Lahms Kritik? Thomas, lass uns mal mit der Kritik am Führungsstil von Jogi Löw anfangen. Wie viel Wahrheit steckt da drin für dich dann? Ich finde die Kritik grundsätzlich nicht zielführend. Denn das ist eine Aussage, mit der grundsätzlich erstmal keiner was anfangen kann. Was heißt das denn, autoritärer Führungsstil? Das stellt ja den Bundestrainer so dar, als wenn er in den letzten 12 Jahren in der Verantwortung war, die Dinge einfach hat laufen lassen. Also das wird sicherlich nicht der Fall gewesen sein, sonst wären wir nicht so erfolgreich gewesen. Und ich glaube auch, dass Philipp Lahm in der ganzen Zeit auch sehr von dieser Art von Führung profitiert hat. Dass die Mannschaft sich auch an diesem Führungsstil orientieren konnte, dass die Mannschaft einfach eine andere Struktur hatte, eine klarere Hierarchie. Und das hat man eben auch bei der WM 2014 im Vergleich zu 2018 gesehen, dass da einfach die Führung innerhalb der Mannschaft und innerhalb der Kabine und innerhalb der Hierarchie in der Mannschaft einfach nicht gepasst hat. Das Wichtigste, und das wird Alex sicherlich bestätigen, wenn du als Trainer nicht authentisch bist, dann hast du bei einer Mannschaft innerhalb der ersten 5 Minuten verloren. Und wenn Jogi Löw seinen Führungsstil jetzt so ändern würde, radikal, so wie es jetzt da eingefordert wird, dann könnte er auch gleich zurücktreten, weil das würde seinem Naturell nicht entsprechen. Und dementsprechend kann das auch überhaupt nicht zum Erfolg führen. Deswegen halte ich das schon für einen Frontalangriff von Philipp Lahm auf den Bundestrainer. Und wird die öffentliche Diskussion natürlich auch vor dem anstehenden Nations League-Spiel im September gegen den vielleicht neuen Weltmeister Frankreich natürlich noch intensiver befeuern. Kollegialer Führungsstil. Was verstehst du denn darunter überhaupt? Ist er zu nett, zu freundlich? Nein. Heißt das eher zu kumpelhaft? Also ich bin da auch bei Thomas, dass das das Wichtigste ist, dass du authentisch bleibst, auch in der Art und Weise, wie du, Historisches geleistet auch. Das wird ja relativ schnell dann auch immer vergessen. Und er hat sehr erfolgreich mit der Mannschaft zusammengearbeitet. Wir haben den Confed Cup auch noch gewonnen, haben das gefeiert. Da war die Struktur der Mannschaft eine andere. Ja. Da gebe ich Thomas auch recht. Vielleicht waren da auch so ein paar in der Komposition der Mannschaft, dann hätte man da vielleicht im Nachhinein jetzt auch vielleicht eine andere Komposition finden können. Allerdings,
unter diesem kollegialen Führungsstil, finde ich einfach, es ist schon wichtig, du hast mündigere Spieler oder Spieler, die auch Verantwortung übernehmen wollen, sie mit einzubeziehen, sie auch dort in die Verantwortung mitzunehmen. Ist halt die Frage, ob du dann die richtigen Spieler... Aber glaubst du nicht, dass er das macht? Doch, genau. Also ich glaube, dass das genau seine Stärke war. Ne? Dass, ja. dass er da auch innerhalb der Mannschaft diese Säulen hatten, die diese Kultur auch innerhalb der Kabine, die Kultur innerhalb der Mannschaft geprägt haben. Und ja, dann muss man halt jetzt in der Analyse sehen, hat man die richtigen Spieler mit dieser Verantwortung in die Verantwortung genommen? Und, aber die Analyse dauert ja noch ein paar Wochen, da können wir noch ein bisschen warten, ne? Scheinbar, also. Genau. Ja, aber ich sehe es auch so, du musst halt authentisch bleiben in dem, was du machst. Und natürlich wird er sich auch hinterfragen. Ich finde, er hat sich einfach durch den WM-Erfolg auch ein Denkmal gesetzt. Und natürlich wird er sich auch kritisch hinterfragen. Müssen wir abwarten, was da in der Analyse am Ende bei rauskommt. Und mit Sicherheit wird er auch Dinge anders machen. Also bin ich fest von überzeugt. Peter, was denkst du von Philipp, wenn er zu dir gesagt hätte, von Führung hast du keine Ahnung? Ja, ich würde ihn bestätigen, würde sagen, da hast du recht. Von Führung hast du keine Ahnung. Das, was Philipp Lahm... Wenn er es zu dir sagt, meine ich jetzt. Ja, auch dann. Oder über dich, sagen wir es mal so. Ja, wenn er das behaupten würde, würde ich sagen, ja, da hast du recht, du hast keine Ahnung. Ahnung. Ja. Kann ich mir nur wiederholen. Denn wer solch eine Forderung stellt, wenn ich es als Forderung bewerte, dass Jogi Löw im Falle, dass er weiterbleibt, was wir alle hoffen, wovon wir ausgehen, dass er seinen Führungsstil ändern möge und ändern muss, dann habe ich schon in dieser didaktischen Vorüberlegung einen großen Fehler gemacht. Da habe ich gezeigt, dass ich von dem Geschäft selber, als Spieler, Weltklassiker, keine Frage, aber von dem Geschäft selber überhaupt keine Ahnung habe. Denn wenn Jogi Löw den ja durchaus erfolgreichen Führungsstil, den er hatte, ändern würde, wäre er nicht mehr Jogi Löw, wie Thomas es sagte. Und damit würde er sich selber abqualifizieren oder disqualifizieren und wäre nicht mehr der richtige Bundestrainer. Also diese Forderung zu stellen, ist ein absoluter Schwachsinn. Das kann nur jemand machen, der noch nie selber in der Führung selber war. Und bei Philipp Lahm habe ich so einen eigenartigen Gedanken, wenn ich an die Geschichte, nennen wir es Geschichte, denke, die damals mit Michael Ballack passiert ist. Ein Führungsspieler, ein Kapitän der Nationalmannschaft, den er eigentlich nur vertreten hat als Kapitän, ist dann nicht mehr zurückgekommen, verletzungsbedingt und so weiter. Und Philipp Lahm hat, das ist ja vorhin im Vorbericht ganz gut rübergekommen, seine Binde mehr oder weniger eingefordert zwischen und während eines Turniers. Das sagt eine ganze Menge über den fußballerischen Charakter, eines Philipp Lahm aus. Stimmt so bedingt. Ne? Also Philipp Lahm hat die Binde damals nicht eingefordert, sondern ich saß mit ihm bei der WM 2010 in Südafrika zusammen und habe ihm die Frage gestellt, sag mal, du hast jetzt die Binde. Würdest du die freiwillig wieder hergeben? Und da hat er gesagt, nö, ich würde das Amt ganz gerne behalten, das macht mir Spaß, ich merke, dass mir das ganz gut liegt. Sprich, er hat damals eine Frage beantwortet. Natürlich war diese Wirkung, die, dass Michael Ballack in allererster Linie sich aufgeregt hat und gesagt hat, was passiert denn hier? Mir wird die Kapitänsbinde weggenommen. Innerhalb der Mannschaft war es damals durchaus so, dass die Mannschaft Lust hatte auf einen neuen Führungsstil, weil Ballack das klassische Alpha-Tier war. Ballack war so ein bisschen damals Effenberg 2.0, also ich gehe vorweg und ihr müsst hinterherkommen. Aber den hätten wir jetzt gut gebrauchen können zum Beispiel, oder? Täuscht der Eindruck. Wir sind damals dann bei der WM 2010 sehr weit gekommen, sind 2014 Weltmeister geworden. Und das war auch bedingt durch den Führungsstil von Philipp Lahm. Was er jetzt gemacht hat, finde ich auch gar nicht schlimm. Das, was ein bisschen komisch rüberkommt, sind verschiedene Begriffe in diesem Brief, in diesem offenen Brief, den er veröffentlicht hat, wo es so ein bisschen geht in der Richtung, Mensch, 2014, das war noch eine Generation, wir sind alle zu Hause groß geworden und sind dann irgendwann in dieses Leistungszentrum gekommen, aber waren an die Heimat angedockt, an die Familie, hatten dadurch andere Werte und jetzt sind da Spieler, die im Internat leben, die wissen das alles gar nicht mehr. Das stimmt auch rein faktisch nicht bei allen Spielern, das haut so nicht ganz hin. Aber bleib mal bei dem Das sind kleine Facetten. Hat er denn recht aus deiner Sicht? Er hat recht, ja, total. Also worüber reden wir? Wir reden gerade darüber, dass eine deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal bei einer WM in der Vorrunde ausgeschieden ist. Wir reden darüber, dass ein Bundestrainer selbst entscheiden darf, mache ich weiter oder nicht. Wo ein DFB-Präsident, ein Präsidium sagt, wir geben ihm jetzt mal ein paar Tage Zeit und dann hoffen wir alle, dass er weitermacht. Sprich, der Trainer entscheidet, er hat das Ganze mit verbockt. Ich finde es gut, dass er weitermacht. Er ist der Richtige für das Amt, aber du siehst aber von der Führung her beim DFB, genau, aber du siehst von der Spitze her,
Herr Grindel gibt momentan ein Bild ab, das ist katastrophal, das ist desaströs. So, dann kommt Oliver Bierhoff. Da war Applaus. Ja. Ich hab extra eine Pause gelassen, Entschuldigung. Ja. Ja. Ist auch für mich ganz gut, kann ich einmal einatmen, ausatmen. Ja, alles klar. Peter Neuro noch ein bisschen bewundern von hier aus der Nähe. Ja. Geschmack hast du, ja, das stimmt. Absolut. Später verraten wir dann, dass wir jetzt zusammen sind, Peter. Ja. Du hast Herrn Grindel, der ein desaströses Bild abgibt. Ja. Es wird noch viel schlimmer später. Du hast Oliver Bierhoff, der weit nach der WM plötzlich sagt, Mensch, eigentlich hätten wir auch überlegen müssen, ob wir Mesut Özil nicht doch zu Hause lassen. Was du als Manager, der den Spieler wochenlang geschützt hat, der sich in Interviews gesetzt hat, gestellt hat und gesagt hat, Leute, jetzt reicht's auch mal, der Journalisten angefahren hat, weil sie immer wieder mit dieser Frage kam, die auch heute noch nicht beantwortet ist. Was sollte das? Wie steht der Mesut dazu? Etc. Hat der Journalisten angefahren, sagt dann aber später, okay, jetzt wird's für mich auch ein bisschen eng, jetzt werfe ich den Özil mal unterm Bus. Und dann passt das schon. Dann habe ich Ruhe. Einen Tag später sitzt er im ZDF und muss sein Interview, in dem er das erklärt hat, muss er wiederum erklären, muss es definieren, muss sagen, was ich eigentlich wirklich wollte. Da habt ihr letzte Woche drüber gesprochen, auch desaströs. So, das heißt, absolut. Grindel, Bierhoff, dann bist du bei Yogi. Yogi taucht ab. Warum taucht Yogi ab? Weil er eine Analyse machen möchte. Die Analyse dauert im Endeffekt 4, 6, 8 Wochen. Ja, das ist das Doppelte, Dreifache, Vierfache, als wir im Turnier dabei waren. Er könnte sich jetzt zumindest hinsetzen und sagen, hey, Fußball Deutschland hat irgendwo die Sehnsucht nach einer Analyse. Ja, jeder mag mich, fast jeder mag mich, ich mag ihn, in dieser Nation, in dieser Fußballnation. Ich möchte mal irgendwie was zum Besten geben. So, und jetzt kommt Philipp Lahm daher und ist der erste, nach Thomas Strunz, der erste Ex-Nationalspieler, der mal wirklich kritisch Stellung bezieht und mal sagt, was muss sich hier ändern? Ja, aber der dabei aber dummes Zeug erzählt, dahingehend, er fordert ja ein, dass der Erfolgreiche, jetzt bei der letzten WM nicht, wir reden also nicht, Jogi Löw soll bleiben, ja oder nein, richtig oder falsch, sondern wir reden davon oder haben davon gesprochen, ob das, was Philipp Lahm gemacht hat, gesagt hat, richtig oder falsch wäre. Und das ist eindeutig vom Fachlichen her falsch, wenn ich als Ex-Nationalspieler oder egal wer einfordere, dass der Bundestrainer, der bleibt, seinen Führungsstil aber ändern muss. Aber er kennt doch die Mannschaft. Aber er weiß doch, was mit dem Führungsstil nichts zu tun. Wenn ich einfordere, dass ein Mann, ein Bundestrainer, seine Art ändern soll, dann muss ich wissen, wenn ich Ahnung habe, dass es gar nicht möglich ist. Denn er selber ist nicht mehr authentisch und wird keine Wirkung mehr auf den Spieler haben. Oder eine schlechte Wirkung auf die jeweiligen Spieler, weil er unglaubwürdig ist. Aber die schlechte Wirkung hatten wir jetzt bei der WM. Na, natürlich, wir haben katastrophal gespielt, das hat mit Sicherheit auch Fehler dabei. Also muss ja doch was umstellen. Natürlich muss er was ändern. Man muss was ändern, das ist durchaus richtig, aber man muss nicht sagen, ändern dahingehend, der Bundestrainer, der bleibt. Der muss halt aber Peter, jetzt möchte ich mal, Peter, jetzt möchte ich mal ganz kurz... Damit ändern wir gar nichts. Peter, jetzt möchte ich einmal mal ganz kurz grätschen, was Kai gesagt hat. Weil du hast ja eine große Analyse gemacht. Zwei Sachen sehe ich ein bisschen anders. Das war die Sache mit Philipp Lahm 2010. Ballack ist der Kapitän der Mannschaft, ist verletzt zu Hause, wird gefragt. Da gibt es nur eine Antwort zwischen einem Viertel- und Halbfinale. Es ist eine Ehre, diese Binde zu tragen, aber wir haben einen Kapitän, hat hier nichts zu suchen. Das wäre eine ganz klare Aussage gewesen und sagt für mich einiges über den Charakter von Philipp Lahm aus, der als Spieler Weltklasse war. Und das Zweite, rein faktisch stimmt das ja nicht, was er sagt, denn von dieser angeblich neuen Generation hat ja eigentlich nur Timo Werner eine Rolle gespielt bei der WM. Ja. Der Rest waren ja alle Spieler, die schon viel länger dabei waren, die übrigens mit diesem Stil Weltmeister geworden sind. Ich finde, Jogi Löw hat unfassbar viele Fehler rund um die WM gemacht. Aber das Ganze jetzt von Lahm ist eigentlich von ihm nur populistischen Zeichen setzen, vor allem mit so Schlagworten, Führungsstil ändern, bisschen Loyalität einfordern. Damit kann sich eigentlich jeder identifizieren, aber was soll's? Er hätte ihn doch selber anrufen können oder mit ihm da sprechen. Er will sich positionieren. Also noch mal ganz kurz, einmal einhaken darf, ganz kurz, weil schon die ganze Sendung eigentlich vorweggenommen, aber ich wollte... Vielen Dank, dass du das auch so empfunden hast. Er hätte nur noch über Kroatien sprechen müssen, dann wären wir durch gewesen. Also ich würde das ehrlich gesagt gar nicht als so dramatisch bewerten. Also für mich war das eigentlich eine Bewerbung von Philipp Lahm. Ich sage jetzt mal das Positive, er hat es nicht 2 Tage nach dem Aus gemacht, er hat erst mal 2 Wochen gewartet, hat es aber gemacht, bevor die WM vorbei ist und bevor vielleicht auch der Fokus auf diesem ganzen Thema ein bisschen nachlässt. Mhm. So. Und Philipp Lahm ist ein
Weltklasse-Spieler gewesen, einer der besten Spieler der Welt. Und das wirst du ja nicht, wenn du eine Mentalität hast, so nach dem Motto, ja, ich guck mal, was die anderen so machen und vielleicht wurschtel ich mich da irgendwie so ein bisschen rein. Sondern so ein bisschen wie Ronaldo oder Messi ist es einer, der nach vorne geht, ist einer, der weiß, was er will. Und er hat erkannt, Zeichen der Zeit ist, es muss sich was ändern beim DFB. Die Menschen erwarten ein bisschen was. Und ich hatte schon Interesse, beim FC Bayern anzufangen. Da war dann vielleicht der Uli Hoeneß noch zu stark. Das war ja immer das, was besprochen wurde. Und jetzt ist eben die Chance, sich zu positionieren. Und wenn du ein Bewerbungsschreiben machst, Peter, dann brauchst du ja nicht schreiben, es ist alles gut, so wie es ist. Ne? Dann sagt der Chef, den brauchen wir nicht. Sondern du musst ja dann irgendwie was formulieren, was vielleicht der ein oder andere als theoretische Schwäche sieht. Und ich sag mal so, die zwei haben ja nun lange genug zusammen gearbeitet. Ich denke mir mal, dass Jogi Löw vielleicht auch den Telefonhörer in die Hand genommen hat und gesagt hat, Alter, ich sag mal, immer mal over sollten dich. Oh, klar. Also das würde ich zumindest erwarten. Also von daher weiß ich gar nicht, ob man das so dramatisch sehen muss. Und ich nochmal zu Jogi Löw. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat. 12 Jahre hintereinander waren wir erfolgreich. 5-mal im Halbfinale, Weltmeister, Confed-Cup-Sieger. Also ich glaube, dass der Jogi Löw, das ist meine Meinung, zu Recht gesagt hat, ich bleibe Bundestrainer. Und das trotzdem auch ein bisschen entspannter sehen können, als wir es diskutieren. Also am Ende ist Philipp Lahm Weltmeister, aber auch nur ein Ex-Spieler. Ich würde es nicht überdramatisieren. Bravo. Ja, bravo. Deswegen sollte man mal davon ausgehen. Das ist jetzt schon das Schlusswort der Sendung, oder? Was war das? Da muss schon einiges geändert werden. Das ist vollkommen klar. Lassen wir mal die Person außen vor, aber beziehen wir uns auf die Person, die da gehandelt haben oder nicht gehandelt haben. Im Vorfeld dieser WM ging es los mit Geschichten. Um die Person, um Personen, um Verletzungszustand, um Fitnesszustand verschiedener Spieler und so weiter und so weiter. Es wurden Themen aufgemacht, die gingen bis rein in die WM. Darüber hinaus waren wir nicht imstande, das ist auch ein eindeutiger Fehler, kurzfristig bzw. mittelfristig oder absehbar auf den Punkt hin, die ersten 11 plus 12, 13, 14 Spieler zu nominieren bzw. als Mannschaft herauszukristallisieren. Das sind eindeutige Fehler. Wenn ich dann im laufenden Wettbewerb das erste Spiel verliere, warum auch immer, lassen wir auch total außen vor, aber dann den nächsten Wechsel vornehme und wieder Wechsel vornehme und dann plötzlich feststelle, bevor wir oder mit der Aufstellung des dritten Spieltages von uns haben wir 20 Feldspieler eingesetzt. Bis auf Ginter waren, glaube ich, alle dabei. Dann muss man sich wirklich die Frage stellen, wie soll diese Mannschaft ein Gesicht erhalten? Wie soll diese Mannschaft eine Festigkeit haben? Aber ich hatte sie nicht, konnte sie gar nicht haben, denn es wurde rumprobiert in einem Zeitpunkt, zu einem Zeitpunkt, in dem man normalerweise hätte wissen müssen, welche Mannschaft hier aufläuft. Das war nicht der Fall. Aber Peter, das war ja auch der Situation heraus geschuldet, ne? Weil genau. Eins ist ja klar, Jogi Löw hat den Weltmeistern von 2014, die im Kader standen, total vertraut. Richtig. Und die richtig. Haben die ganze Zeit auch den Eindruck gemacht, das muss man auch klar sagen, wir haben die Qualifikationsspiele alle gewonnen, wir hatten 30 Punkte, gab es auch noch nie, wir haben den Confed Cup gewonnen. Es ging ja eigentlich nur noch die Frage darum, kann Manuel Neuer auch im Tor stehen, weil wer soll uns denn dann noch schlagen? Also dann kam der noch zurück und dass dann die Situation für Jogi Löw klar war, auch in den Gesprächen, und er kennt die Spieler ja nun mal sehr lange, wir sind auf dem Punkt da, das war ja selbst nach dem Saudi-Arabien-Gegurke beim letzten Spiel, da, wo wir 2-1 gewonnen haben, haben ja alle noch gesagt, ja, wir wissen, was auf uns zukommt und so weiter. Und dieses Vertrauen finde ich schon, dass das gerechtfertigt war, weil es in den vergangenen Jahren nicht oder in den vergangenen Turnieren ja ähnlich war. Dass die Mannschaft dann es überhaupt nicht hinbekommen hat, gegen Mexiko auf den Punkt fit zu sein, das hat den Bundestrainer ja dazu gebracht, Veränderungen vorzunehmen. Wechseln, genau. Dass dann Özil nicht funktioniert hat, dass Jera nicht funktioniert hat und so weiter. Was man ihm vorwerfen kann, ist dann im dritten Spiel gegen Korea, dann wieder auf diese Ursprungsformation zurückzukommen, Özil wieder reinzubringen, Khedira wieder reinzubringen und zu hoffen, dass die es jetzt verstanden haben. Und da muss man einfach sagen, ist er auch von seinen Weltmeistern 2014 total hängen gelassen worden. Absolut. Aber Thomas, absolut. Ja, hast du recht. Und das haben wir aber schon alles. Das hat nichts mit Führungsspielen zu tun. Ja, das wollte ich fragen. Sondern so ist er ja auch in die anderen Turniere gegangen, als er mit den Führungsspielern damals gesprochen hat, angefangen 2006, als wir im Februar oder März gegen Italien 5-1 verloren haben und alle gesagt haben, wenn wir die Vorrunde überstehen, dann haben wir in Deutschland schon was Tolles erreicht bei der Heim-WM. Da ist ja klar, dass da ein Vertrauensvorschuss auch da ist. Und diese 20 Spieler, klar, das ist der Situation geschuldet gewesen, dass die eingebildete Struktur der Mannschaft einfach null funktioniert hat. Und dann sind panikartige Sachen passiert, wo
man eben auch sagen muss, das war einfach schlecht gehandelt im Vorfeld. Auch durchs Management, auch durch Grindel. Also diese Erdogan-Geschichte und diese ganzen Sachen. Von denen ich gesprochen habe. Sind viel zu viel erzählt worden und das Wesentliche ist vergessen worden. Und die dürfen ja nicht von Jogi Löw gelöst werden. Also die müssen ja auf der anderen, auf der Management-Ebene. Wir haben mal bei Lahm angefangen übrigens. Ich würde gerne zurückkehren, wenn es geht. Dieser Egoismus-Vorwurf. Ja, aber machen wir uns doch nichts vor. Jeder Bundesliga-Profi und jeder Nationalspieler muss Egoist sein, weil sonst kommt er da gar nicht hin. Richtig. Also er muss ja. Das brauchst du mir nicht zu erklären. Ich weiß ja, das. Wir waren bei jedem. Dieses ewige Jahre, da müssen alle zurückstehen und so weiter. Natürlich müssen alle zurückstehen, wenn es dem Erfolg geschuldet ist. Aber ich muss auch egoistisch denken, weil. Ja. Ich will spielen und der andere soll nicht spielen. Also es ist immer ein Wettbewerb. Aber die Art und Weise zum Beispiel, er hat doch 2011 ein Buch geschrieben. Da hat er total gegen Klinsmann nachgetreten, weil Klinsmann war weg. Von dem hat er nichts mehr zu befürchten. Aber es ist doch jetzt auch so, er greift Löw ja nicht direkt an, sondern er sagt, ich halte ihn für den richtigen Trainer für den Neuaufbau. Aber er muss seinen Führungsstil verändern. Ganz genau. Und dafür wäre ich vielleicht, Philipp Lahm, der richtige Mann als Berater für das Ganze. Das ist doch die Bewerbung. Wer hat das, was Sie gesagt haben, geht es darum. Wer hat das Buch aus der Runde komplett gelesen von Philipp Lahm 2011, das er geschrieben hat? Ich kann mich ja quälen, aber irgendwas kann er ja sein lassen. Kai hat es gelesen, das weiß ich, da kannst du gleich uns was erzählen. Hast du es ja auch geschrieben? Nein. Ich hab's gelesen, das ist ein... Das Nimm doch nicht alle Pointen vorweg, Mensch, heute. Das ist ja wahr. Das ist ein... Was denn? Wir reden gleich drüber, wollte ich nur sagen. Ne? Über Egoismus, das ist ein ganz wichtiges Thema. Mein Flieger geht um 4:12. Ja, ich muss jetzt alles loswerden. Das ist kein Problem. Du kannst es zur Not auch twittern und dann macht Ruth das gleich alles. Das ist bei uns ganz einfach. Philipp Lahm hat Kritik geäußert. Erstmal am Bundestrainer, aber dann auch noch an der jungen Generation. Ruth. Ja, und es ist ganz interessant, so ein bisschen zu verfolgen, was sich auf Social Media tut. Also zum einen läuft ja noch unser Live-Voting und da sagt der Großteil unserer Zuschauer, also die Kritik ist tatsächlich berechtigt. Aber es wird ihm natürlich schon vorgeworfen, da berechnend zu sein, eben auch in der Vergangenheit. Wir haben diverse Beispiele angesprochen, wo man einfach merkt, dass da Kalkül dahinter steckt, dass er zwar ein helles Köpfchen ist, aber schon weiß, wie er sich da eben positioniert. Benjamin sagt, der ist ja echt nicht blöd. Der Grund für sein Interview war auch nur, um sich in Position zu bringen, hat er perfekt erstmal den Moment gewählt, um sich da eben ins Gespräch zu bringen. Interessant ist aber auch, was er sagt, und zwar bezogen auf die Akademien und die jungen Spieler, die eben herausgebildet werden. Da sagt er, die heutige Generation stammt zu 100% aus den Jugendleistungszentren, die den jungen Sportler fast zwangsläufig zum Egoisten macht, sprich also nur die eigene Karriere im Blick haben und sehr fokussiert auf sich selbst. Die Frage ist, Thomas Strunz hat schon angesprochen, muss man das nicht zu einem gewissen Grad dann selbst mitbringen und hat er das nicht, also Philipp Lahm, auch in sich? Alex, würdest du das unterstreichen oder bestätigen? Ja, grundsätzlich, wenn du dich in einem so Leistungswettbewerb auch durchsetzen willst und im Bundesliga-Kader bestehen willst, dann musst du natürlich auch gewisse Egoismen mitbringen. Allerdings musst du die auch einordnen können ins Team und um erfolgreich zu sein, brauchst du halt auch immer deine Kollegen. Ich glaube, dass es viel auch mit Werten zu tun hat, mit einer gewissen Persönlichkeitsentwicklung. Und dass ich kenne das halt aus meinen Reisen in Spanien. Du warst in Spanien jetzt? Hast du hospitiert? Ja, genau. Ich habe mir das Nachwuchskonzept von Athletic Bilbao mal eine Woche angeguckt, von Villarreal mal eine Woche auch angeguckt. Damals, als ich auch noch U23-Trainer war bei Werder. Und die haben halt die Rolle des Trainers auch noch mal im Nachwuchsbereich anders definiert. Also dort ist der Trainer nicht nur für die Inhalte fußballspezifisch verantwortlich, sondern auch eher als Erzieher, als Ausbilder im Sinne von Persönlichkeitscharakterentwicklung. Und da haben sie halt auch Schwerpunkte und wie sie das dort machen. Also die Spieler sind dort angehalten, ab der U11 sich gegenseitig zu kritisieren, gegenseitig zu spiegeln, Feedback zu geben. Es war für mich sehr, sehr spannend, diesen Prozess mal mit zu begleiten, mal mit zu erleben, dass da 12-Jährige sitzen und sich gegenseitig nach dem Spiel bewerten, also einen Tag später. Und halt dadurch einfach eine gewisse, also den Umgang mit Kritik einfach auch anders lernen. Also es ist nicht immer etwas negativ behaftet ist, sondern etwas ist, was mir auch helfen kann. Meine Lernfähigkeit konserviert, um dadurch. Das kann ich mit 11, 12 schon erkennen? Es wird begleitet durch einfach
Psychologen, die einfach auch für die Trainerausbildung dort verantwortlich sind. Also in Schlüsselpositionen einfach viel Kompetenz auch mitbringen und in diesem Bereich einfach viel investieren. Also im psychologischen Bereich, im pädagogischen Bereich und dort halt einfach Spieler auch zu erziehen, die in dem Bereich einfach dann auch Verantwortung übernehmen, die kritikfähig sind. Und das war einfach mal ein spannender Prozess, das so zu erleben dort, ja. Bei uns ist das nicht mit der Persönlichkeitsentwicklung? Oder zu wenig? Na, das ist ja einer der Punkte zum Beispiel, die ja in dem damaligen Interview von Mehmet Scholl ja auch angesprochen worden sind, in der Gesamtausbildungsstruktur und so weiter, ist es sicherlich ein Problem. Und wenn man sich mit dem Nachwuchs, Alex hat ja da gearbeitet, wenn man sich mit den Nachwuchsleistungszentren beschäftigt, dann muss man einfach sagen, dass es da auch sowohl sonst sportlich... Lies es nochmal vor vielleicht. Ja, Mehmet hat ja da gesagt, die müssen also dürfen nicht mehr dribbeln, müssen abspielen. Stattdessen können die verschiedene Systeme laufen und furzen, hat er gesagt. Ich habe mal ein Extrembeispiel erlebt, als ein Trainer zu einem dass es vorher die Vorgabe gab, es gibt keine Distanzschüsse im Spiel. Dann hat ein Mittelstürmer aus 18 Metern den Ball oben in den Winkel geschossen. Dann hat der Trainer den Spieler angebrüllt, was ihm denn einfallen würde. Es war doch die klare Vorgabe, den Ball nicht aus der Distanz aufs Tor zu schießen. Also da fragt man sich natürlich, in welchem Bereich leben wir denn eigentlich heute? Und so geht es dann eben auch weiter. Und wenn man sich die Jugendspiele heutzutage anguckt, dann gibt es sehr viele gut ausgebildete Fußballspieler, aber wenige, die sich gegen Widerstände durchsetzen können. Wenn es mal nicht gut läuft, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, fällt es ihnen extrem schwer, selbst Lösungen zu finden. Und das ist, glaube ich, das, was Alex eben meint, dass die Jungs darauf vorbereitet werden müssen, auch mit Kritik oder mit Stresssituationen auch schon im frühen Alter umzugehen. Das manifestiert sich dann nur beim Spiel oder? Ja, insgesamt. Also das geht ja dann auch über die gesamte Persönlichkeitsentwicklung. Über die Herangehensweise der einzelnen Zentren. Da steht dann der deutsche Meistertitel ist wichtiger als die Entwicklung eines Spielers für die Zukunft. Und da gibt es sicherlich extreme Defizite. Und deswegen glaube ich, dass der gesamte deutsche Fußball in Gänze eigentlich so vor dem Punkt steht, wo waren wir denn Anfang der 2000er, als wir über Rumpelfußball und solche Dinge gesprochen haben, wo wir uns durch die Nachwuchsleistungszentren dann natürlich einen großen Vorteil erarbeitet haben, auch im internationalen Bereich, wo wir auch international mit den Clubmannschaften deutlich erfolgreicher waren, als es in den letzten Jahren war. Und da braucht der DFB, aber auch die DFL, da würde ich jetzt die DFL nicht ausschließen, die braucht einfach einen Restart in diesem Bereich. In den Nachwuchsmannschaften sind wir nicht so dominierend. Ich glaube nicht, dass eine deutsche Mannschaft die Youth League schon mal gewonnen hat. Da scheiden wir mit allen Mannschaften, ob es jetzt Bayern ist oder Dortmund oder wer auch immer da teilgenommen hat, in der Regel sang- und klanglos schon meistens in den Vorrunden aus. Da wird gar nicht drüber gesprochen. Und da müssen einfach neue grundlegende Dinge auch in den Vereinsbereichen passieren. Und das sind Dinge, die Mehmet angesprochen hat, die Philipp natürlich jetzt auch angesprochen hat. Mehmet wurde heftig kritisiert. Jetzt wird er fast schon wieder heilig gesprochen, dass er das ja alles vorausgesehen hätte. Die Wahrheit liegt natürlich wie immer dann ein bisschen in der Mitte. Dafür zahle ich auch 3 Euro. Hätte ich sofort sowieso gesagt. Aber komm, das geht mal rüber. Und deswegen ist es natürlich auf der einen Seite auch richtig, dass es externen Input auch in dieser kritischen Form gibt, auch von ehemaligen Spielern, die auch in diesem System DFB groß geworden sind. Aber es muss halt dann auch mit Inhalten gefüllt werden. Das einfach so zu sagen, ist das eine und populistisch dann Applaus dafür zu bekommen. Aber ich muss natürlich auch Inhalte liefern. Was meine ich denn genau damit? Und was meint er denn genau damit? Er muss eine Führungsstruktur etablieren, die straffer ist und so weiter. Was heißt das denn in der Konsequenz? Na ja gut, aber das wird er ja vielleicht noch tun. Also er hat ja jetzt erstmal angefangen, hat sich... Und das ist eben das, im theoretischen Bereich kann ich natürlich alles Mögliche... Was ist mit Umsetzung, ne? Ich muss es umsetzen können und ich muss eben auch überlegen, wir kritisieren die Zusammenstellung des Kaders. Vor der WM haben alle gesagt, der Kader ist so gut wie nie. Aus der U21, die Europameister geworden ist, war genau gar kein Spieler dabei. Und die im Confed Cup, die jungen Leute wie ein Goretzka und ein Timo Werner, die da durch die Decke geschossen sind und alle gesagt haben, boah, das ist die neue Generation, die haben gar keine Rolle gespielt. Also die am Ende dafür gesorgt haben, dass wir eben
so ausgeschieden sind, war ja nicht die neue Generation. Wobei ich sagen muss, es ist aus meiner Sicht auch ein bisschen, ich sag mal, dumm gelaufen. Also du hattest ein paar etablierte Spieler, ja, da waren einige von verletzt, Boateng verletzt, Neuer verletzt, Özil verletzt. Ja, aber dann dürfen sie nicht spielen. Ja, ja gut, okay, das ist richtig, aber du hast natürlich als Trainer, das kann man aus menschlicher Sicht zumindest verstehen, wahrscheinlich auch eine gewisse Dankbarkeit. Du denkst, Mensch, das sind etablierte Spieler, ja, die haben mich zum Weltmeister gemacht. Ein Khedira spielt bei Juventus Turin, aber eine der besten Saisons aller Zeiten aus seiner Sicht. Ja, da denkst du natürlich, wenn der zur Nationalmannschaft kommt, liefert der ab. So, aber das hat er ist in doch dem Aufgabe Moment nicht deines gemacht? Managements. Oben drüber muss ich doch nicht im Tagesgeschäft mich, das gilt ja auch für Bundesliga-Vereine, muss ich doch im übergeordneten Position, muss ich doch sagen, boah, brauchen wir neuen Input? Das muss ich ja dann auch als Manager, muss ich das ja spüren. Auch in einer Bundesliga-Mannschaft muss ich spüren, braucht eine Mannschaft jetzt neuen Input, auch wenn ich Dankbarkeit habe und dass ich alles verstehen kann. Mhm. Diesen Diskurs, ich glaube, den hat es nicht gegeben. Aber dumm gelaufen ist ja richtig. Was ist denn in den Ausbildungszentren dumm gelaufen? Das läuft dumm. Bier umgekippt, das ist auch dumm gelaufen. Das Bier ist ausgelaufen. Das ist nicht, dumm ausgelaufen. Thomas hat ja schon ein paar Sachen angesprochen. Was muss ich jetzt konkret da ändern in diesen Ausbildungszentren? Oder brauchen wir die gar nicht? Wir reden immer über... Ich meine, so Miro Klose, der ist, glaube ich, mal mit... Wann ist der zur Nationalmannschaft gekommen? 23? Genau. Ja? Relativ spät. So, eigentlich sagt Philipp Lahm, das geht heute nicht mehr, ne? Das gibt's nicht mehr, ne? Oder? Ja, in der Form geht es nicht mehr, weil du halt natürlich wesentlich jünger schon durchstarten kannst, ne? Weil die Spieler in den Leistungszentrum drauf getrimmt werden, dass sie mit 17, 18, 19 irgendwann ihren ersten Profivertrag unterschreiben und halt ihr Debüt in der Bundesliga feiern. Wir reden aber die ganze Zeit über Philipp Lahm, wir reden über Mehmet Scholl. Wir müssen jetzt, als Mehmet Scholl das gesagt hatte, hieß es Riesenaufschrei. Ja, wie kann er das sagen? Richtig. Der setzt sich in eine Radiosendung und erzählt da was vom Pferd. So. Es ist immer das Gleiche, wenn jemand etwas Kritisches äußert, aber eine gewisse Klarheit hat, dann regen sich alle drüber auf. Und wenn wir in dieser Runde sagen, dass es dann halt nur darum geht, irgendwie etwas Populistisches sagen, um dafür Applaus zu bekommen, dann ist das irgendwie ein bisschen, für mich ein bisschen fremd, weil wir machen auch nichts anderes gerade in dieser Runde, ne? Aber es ist doch zum Beispiel komisch, dass Philipp Lahm bei den Kollegen der ARD war, 2 Wochen lang war er der Experte. Da hat er nichts zu gesagt. Und dann hat er nur den Dampfer hinterher. Genau, und dann nutzt er die Internetplattform und plötzlich sagt er dann, da ist was in der Führungsstruktur falsch gelaufen. Da geht es doch weiter. Wir reden uns die ganze Zeit darüber auf, wie hat er das gemacht, was hat er da geschrieben. Ja, aber ich find, er macht aber etwas. Es ist jemand, der einen Weg vorgibt, der sagt, da ist ein Problem, daran müssen wir arbeiten. Ja, aber das stimmt ja faktisch nicht. Außer Timo Werner hat keiner dieser neuen Generation. Jetzt sag mir, warum er es macht. Warum er es macht? Ja, welchen Posten will er haben? Weil er so tickt, dass er sich immer klare Ziele setzt und diese verfolgt. Ja, sag das Ziel. Und Philipp Lahm will sicherlich seine Rolle als EM-Botschafter erstmal wahrnehmen beim DFB. Er sieht sich auch in einer gewissen Verantwortungsposition. Ja, aber Botschafter ist jetzt... So, natürlich will der eines Tages irgendwie auch eine Führungsrolle haben. So, aber er ist dann halt auch so klar, dass er beim FC Bayern gesagt hat, entweder ich rücke auf die Vorstandsebene oder ich mach's nicht. So hat er das halt gelassen. In dem Moment, jetzt sagt er, okay. Ist das nicht ein bisschen vermessen, gleich zu sagen, ich habe aufgehört zu spielen und ich gehe dann in die Vorstandsetage? Lass mal Philipp Lahm außen vor. Wir können sofort darauf zurückkommen. Wir haben ein grundsätzliches Problem in der Bundesliga. Wir reden unglaublich viel aus Spielermündern, aus Managermündern, kommt unglaublich viel Blabla. In dem Moment, wo einer sagt, das ist das Problem, daran müssen wir arbeiten, gibt es einen Riesenaufschrei. Dann geht es plötzlich darum, oh, das hat er jetzt in so einer Internetplattform gesagt, das kann er doch nicht machen. Warum sagt er sowas in einer Radiosendung? Ist doch egal, wo er es sagt. Wir müssen doch einfach mal, und das haben wir gesehen bei der WM jetzt, Vorrunden aus, wir müssen doch einfach mal ein bisschen selbstkritisch sein und sagen, komm her, es gibt ein paar Probleme. Wir sind ein bisschen überheblich als Deutsche, was den Fußball angeht, weil wir reden nur noch über Halbfinale, Finale. Und dann reden wir, ganz kurz, dann reden wir darüber, dass plötzlich... Ja, da ist dies passiert, da ist das dumm gelaufen. Dann reden wir uns das auch wieder so ein bisschen schön. Nee, wir haben große, grundlegende Probleme. Da ist jemand, der spricht sie an, der kassiert da jetzt auch zum Teil auch zu Recht Dresche dafür. Das weiß er auch. Der wird jetzt auch eine Woche lang, der sitzt in Moskau heute Abend, übergibt den WM-Pokal. Der wird jetzt wissen, okay, das geht jetzt hoch her, Social Media etc. Scheint jemand mit dem Glas zu machen, ne? Nee, weil er weiß, in einer Woche ist das vergessen. Und dann sitzt er irgendwann mit am Tisch, wenn es um die echte Analyse geht. Aber ich find, und davon brauchen wir im deutschen Fußball viel mehr Köpfe, weil das, was Grindel und Bierhoff leisten, das ist unter aller Kanone. Das ist absolut richtig, aber dann dreht Also, ich sage jetzt, erinnert euch daran,
Ich meine, weil du sagst jetzt wir hier, das stimmt ja gar nicht so in dem Maße. Es war ein Spaß, kam nicht so rüber, ich weiß. Entschuldige bitte. Nein, du erinnerst dich, nach dem Mexiko verlieren wir, Schweden gewinnen wir, dann stellen sich die Spieler, unsere Nationalspieler dahin und sagen, ihr Medien, ne? Was hat Toni Kroos noch gesagt? Er hat gesagt, es gibt in Deutschland sicherlich viele, die nicht wollen. Gewünscht, oder die dass sich, wir ausschauen. Und sowas. Und dann sagt der Marco Reus, ja, der Toni hat recht. Ja, sowas darf aus dem Munde eines Nationalspielers nie kommen. Aber da ist auch die Frage, wer spricht da mit ihm drüber? Gibt es da eine Medienabteilung, die sagen, hey Leute, lass uns mal hinsetzen, wir erklären euch mal erstmal, was da passiert? Beim DFB ist es grundsätzlich so, dass die Medien erst einmal die Bösen sind. Und das siehst du auch an dem Verhalten von Oliver Bierhoff, der sich hinstellt und sagt, Leute, wir reden jetzt nicht mehr über Özil, wir reden nicht mehr über Erdogan, es reicht. So, und will quasi einer Schar von 200 Journalisten den Mund verbieten. Das ist doch weltfremd. Dann sagt er, wir reden über Sport. Und natürlich will er noch, dass wir nach dem 0-1 sagen, das war alles prima. Aber Thomas, Kimmich zum Beispiel, der wurde überlaufen. Und es gibt das Video, dass der Schiedsrichter schneller zurückläuft, als er beim 0-1 gegen Mexiko. Und dann beschwert er sich nachher, er wäre in der Heimat zu hart kritisiert worden. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Wobei, ich muss ja aber auch mal sagen, wobei unser Schiedsrichter-Experte ist ja da, ne? Der Heinemann hat uns beide auch immer überholt. Sogar im Rückwärtslaufen, glaube ich. So. Also jetzt muss ich erst mal sagen, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn du einmal wirklich in der Kritik gestanden bist, ich habe auch mal so einen Shitstorm erlebt bei Social Media, du kannst eigentlich, dann nehmen wir mal dieses Thema mit dem Trikot, ist ja schon rauf und runter diskutiert worden, du kannst in der Situation, ehrlich gesagt, in der heutigen Zeit auch nicht viel richtig machen. Natürlich ist es keine Sache, die eigentlich Jogi Löw entscheiden müsste, sondern einer von oben, da hat man natürlich auch Fehler gemacht. Im Nachhinein bist du immer schlauer. Oh, aber es ist eben, ja, ich warte hier. Das ist ja Klassiker. Bin ich schon hier? Ja, das ist schon. Aber es ist einfach wahnsinnig viele Menschen da draußen, die einfach froh sind, wenn sie dem einen Fehler nachweisen können. Ich sage das jetzt mal so. Und da die richtige, ist ja auch gar keine Situation, die du alltäglich hast. Ja? Das ist jetzt einmal passiert. Ich glaube, beim nächsten Mal würde man das anders bewerten. Von daher würde ich das ein bisschen anders sehen. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz auf dich zu sprechen kommen mit diesem Nachwuchsthema, weil das finde ich, wenn wir mal wirklich in die Zukunft schauen und mal wirklich überlegen, jetzt mal von den Köpfen weg, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du heute auch in kleineren Vereinen, also schon in Dorfvereinen wirklich dieses hast, dass Sechsjährige, Achtjährige anfangen, Dreierkette, Viererkette zu spielen. Und ich habe irgendwann auch mal Fußball gespielt. Und der Grund, warum aus mir nichts geworden ist und ich Comedian werden musste, war, dass ich früher bei einem Verein gespielt habe, wo es immer nur ums Gewinnen ging. Ich musste immer die Bälle lange raushauen, wir haben immer gewonnen, 11-0, 12-0, aber dieses im Unterbewusstsein Übersteiger, Dribbeln, 1-zu-1 Situation, das lernst du halt im Alter von 6 bis 12 und das ist am Ende, das sind die Spieler, wenn wir De Bruyne nehmen, wenn wir Hazard nehmen, das sind die Spieler, die das heute noch können und da gibt es nicht mehr so viele von und deswegen würde ich da wirklich ansetzen, in den unteren Jugendmannschaften wirklich wieder ein bisschen mehr Individualität, ein bisschen mehr Persönlichkeit und nicht gleich schon in ein System gepresst, damit du mit 18 dann eben der nächste Mbappé wirst. Ist ja toll, wenn es klappt. Also, aber es ist schön zu wissen, warum du Comedian geworden bist, aber ist natürlich ich wollte es einfach nur mal sagen. So wie deine Beine eingehangen sind mit Übersteiger, da geht glaube ich auch nicht so viel, oder? Sag nochmal, was ist dein Eindruck? Was will Philipp Lahm eigentlich? Ja, ich habe es ja eingangs auch schon so ein bisschen... Das kann ja nicht nur Wachrütteln sein oder so. Eingangs auch schon erwähnt, dass es natürlich so ein bisschen den Anschein hat, dass er sich selbst in irgendeine Position reinpressen möchte, dass man sich schon gewünscht hätte, aus diesem langen Weg, den er ja auch erfolgreich gegangen ist, das persönlich intern zu regeln. Ich glaube, viele Punkte, auch die er dort skizziert hat, darüber sollte man schon nachdenken, glaube ich schon. Was er jetzt genau damit bezweckt, da muss er sich, denke ich, auch noch mal dazu erklären. Er hat ja gesagt, dass er da eine Debatte lostreten wollte. Das hat er geschafft, ja, erstmal. Genau, hat er das Ziel damit ja schon erreicht. Was den Nachwuchs betrifft, das sind halt Themen, die mich auch interessieren einfach. Muss ich sagen, dass wir, und das haben ja auch die Spiele gezeigt, die dann auch teilweise bei Ballbesitzmannschaften auch über Spiele im letzten Drittel, weil die Gegner sich dann auch ziemlich tief zurückziehen, werden halt dann auch über individuelle Qualität oftmals entschieden. Und deswegen sollte unser Ansatz schon auch sein, qualitativ gute Spieler auszubilden und alles daran zu setzen, einfach dann auch diesen, ja, vielleicht diese individuellen Skills auch weiter zu fördern. Und jeder weiß, dass das Spiel mit Ball das Schwierigste ist.
dass du diese Kompaktheit immer relativ gut erarbeiten kannst. Aber in diesem kleinen, kurzen Zeitraum, die du auch hast in der Vorbereitung auf eine WM, dann diese Abläufe, diese Bewegungen, auch die Läufe tief hinter die Kette und dieses, entweder hast du diese individuelle Qualität dann auch mal, aber siehst du, das einzulösen? Ich hab immer lieber gerne den Ball gehabt, dann konnte der Gegner kein Tor schießen. Ne? Ja. Wir haben die Frage der Woche gestellt, Ruth, bin gespannt, was unsere Zuschauer sagen. Ja, soll Lahm eine Führungsposition beim DFB übernehmen? Also ich habe wirklich festgestellt, dass viele Leute erstmal grundsätzlich froh sind, dass da jemand klare Kritik äußert und sie wirklich Lahm dankbar sind, dass da einfach mal ein paar Dinge angesprochen werden, die eben nicht rund gelaufen sind. Auf der anderen Seite bekommt er natürlich schon Kritik, ja, für so ein bisschen seine charakterliche Art, ob er sich da eben selber positionieren möchte. Da gibt es dann aber die Meinung von Florian, der sagt, naja, hat ja noch gar nicht nachgewiesen, dass er für so eine Führungsposition überhaupt geeignet ist. Deswegen sollte er sich erstmal auf seinen Fußballerruhestand genießen. Ich möchte an der Stelle auch noch sagen, dass ich tatsächlich bei unserem Live-Voting, das auch noch online ist, der letzte Stand war, ja genau, fast 60%, vorstellen können, dass Lahm eine Führungsposition übernehmen könnte beim DFB. Und jetzt gerne Ihre Meinung beim Dopafon. Ich bin gespannt. Lahm hat recht. Jemand wie Lahm wird gebraucht. Dieses gegenseitig Streicheln und Wachküssen und wie toll alle sind, muss er Ende haben. Löw bräuchte meiner Meinung nach in jedem Fall einen Kontrolleur. Da wäre Lahm der Richtige. Herr Löw hat sich in der Vergangenheit immer als extrem kritikresistent erwiesen. Herr Lahm kennt ja nur Herrn Löw wie seine Westentasche. Und insofern ist das völlig angebracht. Ja, ich könnte mir vorstellen, Philipp Lahm in der Position eines Sportmanagers zu sehen oder aber auch als Bundestrainer, wie es Franz Beckenbauer seinerzeit 1990 war. Philipp Lahm ist immer ein Karrierist gewesen und ein angepasster Spieler, der immer auf sich geguckt hat. Ich kann nur hoffen, dass er beim DFB keine Funktion übernimmt. Da war alles Mögliche dabei, aber Philipp, ja, wenn, Philipp für Yogi? Ich würde Yogi auf jeden Fall behalten. Ich wollte auch noch mal zu Kai sagen, du hast ja gesagt, dass der Bierhof nur Mist baut. Ich sag mal, wenn du 5-mal im Halbfinale bist, zwar nicht als Trainer, ja, aber in einer Funktion, die ja sehr nah dran ist und 2 Titel holst, den letzten übrigens im letzten Sommer, dann war jetzt auch nicht alles schlecht. Ich sag mal so, dann war das es in dem gesagt. Moment, war es... In diesem Sommer war in diesem Sommer ist es schlecht. Ist es nicht gut, ja, gelaufen, genau. Und zu Philipp Lahm möchte ich noch... Aber Philipp Lahm... Naja, also ich finde, Karrieretyp hört sich jetzt sehr negativ an. Es muss ja nichts Schlechtes sein. Also wenn du einen Spieler hast, habe ich ja vorhin schon mal ganz am Anfang gesagt, der will, der bissig ist, der Karriere machen möchte. Und es ist dann zum Positiven für unsere Nationalmannschaft. Warum denn nicht? Ja, aber Entschuldigung, wir reden aber nicht davon, dass Philipp Lahm als Spieler wieder zurückkommt. Da hat er eindeutig die Qualität bewiesen. Aber inwiefern und warum kommt er auf die Idee, möglicherweise, ich weiß gar nicht, ob es seine Idee ist, dass er vielleicht... Das mit Nachfolger vom Bundestrainer halte ich für einen absoluten Scherz. Aber auch in anderer Funktion. Er hat noch nirgends, bis auf die fußballischen Bereiche, da war er überragend, Weltklasse, keine Frage, aber nachgewiesen, dass er irgendwo im administrativen Bereich als Funktionär was leistet. Das hat Oliver Bierhoff aber auch nicht. Und hat er auch nicht, aber deswegen macht er vielleicht doch die Fehler, die er jetzt gemacht hat. Aber darum geht es nicht. Man sollte doch erstmal nachweisen und erstmal eine in An- und Abführung Lehre abliefern, um nachher irgendwo... auf einer Position zu rücken, die ich dann auch wirklich bekleiden kann. Und nicht einfach Kraft meines Amtes eine Dinge daraus bringt. Das bringt einen mit Sicherheit nicht weiter. Das wäre blinder Aktionismus. Da ist eine Kontaktlinse rausgefallen. Ja, aber eins ist ja klar, ne? Wenn Philipp was macht, dann fängt er ja nicht irgendwie da unten an, ne? Oder? Nö, das hat er bei Bayern München ja auch gesagt. Das war diese Geschichte, entweder Vorstand oder ich mach's nicht. Und ganz kurz mal zu der Kritik, wie er sie auch ausgedrückt hat jetzt. Es gab unter der Woche... Warum, wenn er das aussagen will, und er hat ja dann auch gesagt, er strebt schon beim DFB was an, nicht jetzt, weil jetzt ist er ja EM-Botschafter, aber das kann man ja schon zwischen den Zeilen lesen. Aber gut, das ist ja im September entschieden, ne? Ja, warum... Gibt er dann ein Interview nicht in der Ich-Form? Also ich wäre mit der Erdogan-Affäre so umgegangen. Ich hätte das so und so gemacht. Aber wir reden wieder über die Form. Ne? Wir gucken nicht auf den Inhalt, sondern wir regen uns darüber auf, dass er das jetzt irgendwo geschrieben hat. Nein, überhaupt nicht. Lass uns doch mal bei dem Inhalt bleiben. Ja, aber es wäre doch kein Problem gewesen, wenn er gesagt hätte, ich hätte das so und so gemacht und ich hätte das so und so gemacht, sondern immer, man müsste das jetzt ändern oder Jogi Löw muss jetzt den Führungsstil ändern. Sondern
dass er sich persönlich beschreibt und nicht nur ein Allgemeinbild zeichnet, sondern ich gehe damit so und so um. Ich hätte Manuel Neuer nicht nominiert, weil das entspricht nicht dem Leistungsprinzip, was immer propagiert worden ist und so weiter. Das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht was so glaubst du, warum auf dem politischen so. Parkett aktuell ablaufen. So, wer bringt sich in welche Position? Wer hat die Macht auch beim DFB? In welcher Rolle ist Herr Grindel, der da Druck von verschiedenen Seiten bekommt? Welche Rolle spielt Oliver Bierhoff? Und es ist halt einfach noch nicht klar, wer am Ende wo den Hut auf hat. Aber und Thomas, das finde ich, ist das Problem. Aber es geht ja auch, finde ich, nicht nur um dieses Thema, was Philipp angesprochen hat, Führungsspieler, sondern wir haben eben ganz kurz drüber gesprochen. Bei der WM waren die vermeintlichen Leistungsträger nicht fit oder nicht in Form und sie hatten überhaupt kein Tempo. Null Tempo. Also ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn Deutschland gegen Belgien gespielt hätte, wie die uns vielleicht überrannt hätten. Ich glaube, das sind die Probleme, die wir haben. Und das wäre aber ein ganz anderes Spiel geworden. Nein, aber das darf man auch nicht vergessen. Ja, jetzt seid ihr wieder beim ein Spiel. Spiel. Nein, ich will damit nur sagen, er kritisiert das was, Thomas. Das wäre ein ganz anderes Spiel geworden. Er kritisiert Nachwuchsleistungszentren, ja. Führungsstruktur in der Mannschaft. Aber diese Kritik, das habe ich eben schon mal gesagt, geht, finde ich, ein bisschen daran vorbei, was bei dieser WM war. A, kaum Spieler dieser Generation gespielt. B, haben uns viele Sachen gefehlt. Kein Neuner, kein Wandspieler, keine Schnelligkeit. Und deshalb glaube ich, dass er mit so ein paar Punkten, die mit denen sich... Also ist er zu oberflächlich? Ja, sogar. Genau. Weil mit so etwas, naja, eine Mannschaft, die aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommt, die nicht mehr bei der Familie wohnen, die muss sich ein bisschen strenger an die Kandare nehmen. Da kann ja jetzt erstmal keiner was dagegen sagen. Dann pickt er doch mal einen anderen Aspekt raus. Er sagt zum Beispiel, dass es immer mehr darum geht, dass jeder Spieler erstmal auf sich schaut. Aber das hat er doch am meisten gemacht. Nicht mal auf den Erfolg der Mannschaft. Ja, aber das hat er doch zum Beispiel immer vorgelebt. Und trotzdem dass war er zu sehr auf sich schaut. Ja, Philipp Lahm hat immer auf sich geschaut. Ganz ehrlich, ich rede hier schon viel zu viel pro Lahm, aber wir können uns mal die Erfolge anschauen. Ja. Weltmeister 2014, Champions League 2013. Das hat er auch mit seinem Handeln innerhalb dieser Mannschaft mit angeführt. Ja, 2010 waren alle froh, dass Michael Ballack nicht mehr zu dieser Mannschaft gehört. Es waren alle froh. Weshalb setzt er sich hin und äußert diese Kritik oder beziehungsweise sagt, ich will die Binde nicht freiwillig hergeben. Aber Kai, war es nicht 2014, dass der Mannschaftsrat war, der gesagt hat, wenn Philipp jetzt nicht hinten spielt, dann wird nichts erreichen? 2014 waren Leute mit dabei wie Lahm, wie auch Miro Klose, der eine unglaubliche Rolle spielt in dieser Mannschaft oder gespielt hat. Aber er wollte Mittelfeld spielen, die ganze Zeit. Ganz sanfte Führungsqualitäten hat, aber sehr, sehr effektive. Mhm. Was Lahm gesagt hat, und da geht es um den Egoismus und darum, dass die Mannschaft zu wenig im Vordergrund steht, hat Hans-Joachim Watzke unter der Woche in einem Podcast, den ich mit ihm geführt habe, gesagt, da sagt er in diesem Podcast, Phrasenmäher heißt das Ding, Mensch, die Spieler sind an für sich Ich-AGs und die sind immer schwieriger zu führen. Und wir bei Borussia Dortmund haben damit Riesenprobleme. Bei Bayern haben sie damit Probleme und in der Nationalmannschaft auch. Und in Dortmund versuchen sie jetzt durch diese Umstellung, Sammer, Kehl, neuer Trainer plus Watzke plus Zorc, das wieder in den Griff zu bekommen. Und da findet genau das statt, was beim DFB auch stattfinden muss, nämlich eine größere Umstrukturierung, um sich mit diesen Problemen wirklich mal auseinanderzusetzen und diese Probleme auch mal öffentlich und offen, ehrlich anzusprechen. Wie willst du das denn in den Griff bekommen? Willst du Matthias Sammer dann mit jedem Spieler nach Hause schicken oder wie? Bei Borussia Dortmund jetzt? Ja, weil du es gerade angesprochen hast als Beispiel. Ja, bei Borussia Dortmund haben sie Sammer jetzt als externen Berater, da haben sie Kehl als jemanden, der sich um diese Mannschaft mitkümmert, da haben sie Zorc, da haben sie Watzke, da haben sie... Ist ja auch gut, dass sie jemanden nehmen, der selbst gespielt hat, das finde ich auch gut. Sie gehen damit zumindest offensiv um und sagen einfach, Leute, es gibt ja ein Problem, hat jeder gesehen, die Mannschaft hat sich ein bisschen von den Fans entfernt in den letzten Wochen und Monaten bei Borussia Dortmund, haben wir bei der Nationalmannschaft auch Stichwort ja. Die Mannschaft. Ja. So, und dann wird das einmal klar geäußert, dann hast du ein Ziel und kannst hinterhergehen. Also ich sag mal, nichts anderes passiert beim DFB auch gerade, aber nicht in Form von... Dann ist es nicht einfach, das Ganze zu klären. Also wir reden davon, dass wir, das ist mit Sicherheit nicht bewusst, aber in unserem Nachwuchszentrum, das holen wir ein bisschen weiter aus, ja, wird so und so geschult, richtig. Ich persönlich sage, Mehmet Scholl, nochmal zu zitieren, er hat zu 100% mit seinen Aussagen recht, Mehmet Scholl, der Zeitpunkt, kann man sich drüber streiten. Und die Tatsache, dass er Namen von Trainern genannt hat, das war nicht so geschickt. Und hat die Ausdrucksweise vielleicht. Die Ausdrucksweise hat die Aussage als solche disqualifiziert. Aber er hat recht gehabt. Ja. Denn eins stellen wir fest im Fußball, den wir heute gespielt haben, hier bei der WM. Das ist kein Fußball, der mit der deutschen Nationalmannschaft, mit den Fertigkeiten und Fähigkeiten der Spieler zu tun hatte. Sondern es war irgendein Gebilde. Dieser Ballbesitzfußball, den wir da gesehen haben, hat mit der deutschen Nationalmannschaft und mit dem Fußball, den wir spielen konnten, überhaupt nichts zu tun. Ich springe davon, dass in Nachwuchszentren
teilweise, nicht überall, aber davon gesprochen wird, Distanzschüsse und Ähnliches streichen wir aus dem Programm. Wir wollen uns durchkombinieren und so weiter. Über die Flügel zu kommen, hinterlaufen am Flügel und Flanken zu bringen, ist nicht unser Programm, wird auch gestrichen. Genau das haben wir auch übrigens nicht gesehen. Das, was uns mal stark gemacht hat irgendwann, wir sind auch mal Weltmeister geworden mit technisch gutem Fußball, die Phase haben wir im Nachwuchszentrum gut hingekommen. Die technische Ausbildung ist wieder hervorragender. Aber die Lösungen von Taktiken, die sind nicht vorgegeben worden. Das ist ein dummes Blabla, was da erzählt wird, was ohne, nur im theoretischen Bereich stattfindet, aber in der Praxis nicht umsetzbar ist. Beispiel Ballbesitz. Ballbesitz ist wunderbar. Die Floskel gibt es ja. Ja, wenn, solange ich den Ball habe, kann der Gegner kein Tor machen. Machen wir aber gleich noch, Peter. Aber was mache ich mit dem Ball? Das ist das Problem. Genau. Wir sehen bei Spanien, die die gleichen Probleme auch hatten, wie wir, aber auf anderem Niveau. Mit einem Spiel gegen Russland scheidet man aus im Elfmeterschießen. Aber ich habe einen Ballbesitz, 1114 Pässe im Vergleich zu 200. Die Russen übrigens sind 200, aber ausgeschieden sind die Spanier. Wir spielen um das Tor herum, wir hatten in jedem Spiel 70% Ballbesitz. Aber wir haben Umschaltbewegung nach hinten komplett vergessen. Wir haben gespielt, weil es Wunschtraum ist, wir müssen hochverteilen. Ich habe das Gefühl, du willst aber auch wieder nach Hause, aber du nimmst uns gerade ein Thema aber, weg. Aber wir sind gegen die Wand gelaufen. Ja. Leidenschaft und ähnliche Dinge sind komplett gestrichen. Wir haben nur noch von einem vermarkteten Fußball gesprochen. Ich würde sagen, du hast absolut recht. Lass uns das gleich noch mal ausführlicher, bitte. Lass uns vielleicht das als Fazit das Philipp Lahm jetzt mal abhaken. Was macht er jetzt? Wir werden sehen. Na, für mich war das ein Bewerbungsschreiben als Oliver Bierhoff Nachfolger. Okay. Ja. Für mich ganz klar. Ja. Und es wird ja vielleicht auch einen zweiten Posten geschaffen werden. Also das Nachwuchsleistungszentrum, die Akademie des DFB. Kannst du dir das vorstellen, die beiden miteinander? Nö, also nein, gut. Dann klare Aussage von dir. Na. Übrigens, heute ist... Oder? Habe ich dich missinterpretiert? Nein, es gibt ja unterschiedliche Zuständigkeiten. Die Akademie des DFB, das ist eine Herkulesaufgabe, das zu gestalten, sowohl mit Inhalten zu füllen, als auch in der Umsetzung des ganzen Personals, was benötigt wird. Und die Nationalmannschaft aus dieser Krise herauszuführen, das wird eine Person alleine auf keinen Fall schaffen können. Das ist für mich völlig ausgeschlossen. Wunderbar. So, übrigens, heute ist Finale. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Ne? 17 Uhr übrigens, habe ich erst gemerkt. Ne? Ich dachte, es wäre 20 Uhr. Schaffe ich gerade so. Warum spielen die eigentlich um 17 Uhr? Ne? Wahnsinn, oder? Also ist schon ein Überraschungsfinale, kann man sagen. Ne? Ja, Frankreich nicht, oder? Oh, Frankreich gegen Kroatien. Also das hätten wohl die wenigsten getippt. Noch weniger hätten natürlich getippt, dass wir in der Vorrunde raus sind. Nix war es mit dem fünften Stern. Und es soll ja tiefgreifende Maßnahmen jetzt geben. Keiner weiß bisher, was das eigentlich sein soll. Aber vielleicht sollten wir uns von den beiden Nationen, die heute im Finale sind, etwas abschauen. Die bittere Erkenntnis dieser WM lautet, Deutschland ist nicht mehr Weltklasse und in wenigen Stunden auch nicht mehr Weltmeister. Was haben die Finalisten, was wir nicht haben? Kroatien hat zum Beispiel Siegertypen. Mandzukic, das Mentalitätsmonster. Ein Mann, der große Spiele entscheidet. Ein WM-Halbfinale jetzt oder 2013 das Champions-League-Finale für die Bayern. Wenn du was erreichen willst, musst du in die großen Spiele da sein. Und da musst du vorangehen und das macht er immer. Genau wie Modric, eine Führungspersönlichkeit, die den Namen auch verdient. 2018 hatte Deutschland keine Typen und kein Kollektiv. Im Gegensatz zu den Franzosen, selbst Superstars wie Griezmann und Mbappé stellen sich in den Dienst der Mannschaft. Dazu eine starke Defensive und jede Menge taktische Varianten. Deutschland hatte keinen Plan B und Plan A hat auch nicht funktioniert. Und sowohl Frankreich als auch Kroatien haben Trainer auf der Bank, die ihre Teams im Griff haben. Slatko Dalic schickt auch mal jemanden nach Hause, wenn er nicht spurt. Und Begriffe wie Feuer, Leidenschaft, Willen, Einsatzbereitschaft, Kampfgeist und Moral? Die bitterste Erkenntnis lautet, deutsche Tugenden muss man sich mittlerweile bei den Kroaten abschauen. Würdest du unsere These unterstützen, Alex? Ja, es war schon beeindruckend zu sehen, wie Kroatien mit welchem Aufwand und mit welcher Mentalität die Spiele bestritten haben. Wenn du dreimal in der Verlängerung das Spiel dann noch für dich entscheidest, das ist schon außergewöhnlich. Und wenn man sieht, wie Modric und Rakitic, was die für einen Aufwand betrieben haben, vorne Mandzukic, was der gerannt ist und gearbeitet hat fürs Team, fand ich das schon sehr beeindruckend. Und dass sie natürlich über diesen Teamgeist und Mentalität einfach auch noch Riesenqualität in ihren Reihen haben.
Ich habe eben schon gesagt, Modric, Rakitic, super Zentrum, super Sechser. Dann vorne mit Perisic noch jemand, der auch außergewöhnlich performt hat. Jetzt die letzten Spiele, Mandzukic, Champions-League-Sieger. Rebic, der das hier in der Bundesliga auch schon angedeutet hat und dann im Pokalfinale und auch so außergewöhnliche Entwicklung. Also haben die schon auch Qualität zu dieser Mentalität und von daher haben sie es dann auch verdient, dort zu stehen. Ich glaube, sie gehen auch irgendwie alle so über diesen Punkt drüber. Ne? Schau mal, Modric und Kroos, beide zum Beispiel überragend bei Real Madrid, haben jetzt 4x in 5 Jahren die Champions League gewonnen. Ist ja wahrscheinlich auch klar, dass du irgendwann im Kopf mal durchatmest. Aber Modric geht jetzt total voran, während Kroos eine sehr durchwachsene WM gespielt hat, kann man vielleicht sagen. Also so Tempowechsel oder mal in einen Dribbling gehen. Klar, Modric ist da der feinere Spieler. Aber Kroos profitiert natürlich in Madrid auch von Modric. Ja, sag ich ja. Deshalb sage ich, also Modric war ganz klar besser bei dieser WM, im Gegensatz zu Toni Kroos. Diese Leidenschaft, klar, ist angesprochen. Die spielen für ihr Land mit einem Patriotismus, das ist Wahnsinn. Und die können das, was wir früher immer konnten, ne, über den Schmerzpunkt weggehen. Ob Deutschland früher gegen Mexiko in der Hitze oder sowas. Die haben jetzt ein Spiel mehr als die Franzosen in den Knochen. Und trotzdem traue ich denen zu, dass sie das heute Abend noch mal hinbringen. Also man darf natürlich eins nicht vergessen. Sie waren trotzdem 3x in der Verlängerung und hatten Elfmeterschießen. Also ein bisschen Glück gehört am Ende dann auch immer dazu, wenn du dann so weit kommst. Und bei Frankreich muss man einfach sagen, ist für mich einfach die Mannschaft, die den komplettesten Kader hat. Also von den ganz Jungen wie Mbappé oder eben dann auch vorne die Jungs, die also ganz vorne der Kollege von Chelsea. Und ich sag mal, so eine Truppe, die auch, sagen wir mal, geschlossen ist, auch bei dem Mbappé im Interview, hast du ja nie das Gefühl, der ist irgendwie überheblich, sondern der weiß eigentlich genau, was er da erzählt. Der ist relativ auf dem Boden geblieben, das ist zumindest so mein Eindruck. Und von daher glaube ich, dass diese beiden Mannschaften bei Kroatien also sicherlich überraschend. Wir reden über Kroatien. Ich wollte mir gleich erst über Frankreich. Aber das kriegt ja wunderbar hin die ganze Zeit schon hier. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass der FC Bayern mit der Verpflichtung von Kovac ja anscheinend alles richtig gemacht hat, mit einem Kroaten. Ne? Es heißt dann auch nicht mehr der FC. Er ist in der Vorrunde ausgeschieden vor 4 Jahren. Es heißt dann nicht mehr der FC Bayern München, sondern der FC Balkan München. Ne? Da hast du dann Robberic, Riberac. Vidalic, Kimmich und Alabic. Da müssen die Namen nur noch geändert werden. Also von daher ist auf jeden Fall das Momentum scheinbar beim FC Bayern, die Kroaten auf jeden Fall der Überraschung. Aber frag mal, Kandidat. Frag Thomas mal, ne? Es war immer schon schwer gegen die Kroaten zu spielen. Ja. Also eigentlich diese Leidenschaft, dieser Einsatz, den haben sie eigentlich immer gezeigt. Das gab es ja immer, aber jetzt hat man den Eindruck, dass die Mannschaft... Ist das nochmal eine höhere Qualität? Dass die Mannschaft jetzt auch als Mannschaft funktioniert und keine persönlichen Eitelkeiten, was ja häufig in diesen Nationen mal war. Wer spielt beim größeren Club im Ausland? Die spielen jetzt mittlerweile alle bei Top-Clubs, die ja auch internationale Titel gewonnen haben. Und dann ergibt sich natürlich auch eine Eigendynamik innerhalb einer Mannschaft. Das ist ja auch klar, dass innerhalb eines Turniers bestimmte Dinge dann passieren. Und wenn dann noch ein Spieler nach Hause geschickt wird, was auch ein Signal an alle nochmal ist, sich jetzt dem Erfolg unterzuordnen. Ist das der Unterschied wieder zu unserer Mannschaft? Ja, natürlich kann das ein Unterschied sein. Vor allem bei einem Trainer, der ist hypothetisch, aber wenn der DFB in Personal Grindel und Bierhoff entschieden hätten nach dem Erdogan-Foto, die beiden entschuldigen sich heute oder fahren nicht mit, dann wäre es auch ein klares Statement gewesen. Ja, und das waren Dinge, die einfach immer so rübergaberten über alle Dinge. Und das ist eine klare Führungsschwäche im Managementbereich gewesen im Vorfeld. Auch mit Planung des Turniers. Wir fangen mal im Finale an und gucken, dass wir wenig reisen müssen und so weiter. Die Vorrunde war ja für uns schon klar, dass wir da mit 9 Punkten durchmarschieren. Und das haben andere Mannschaften, die weit gekommen sind. Man hat auch gestern gesehen, die Belgier, normalerweise ein Spiel um den 3. Platz, da sagst du, boah, so ein Mist, wir haben das Finale nicht erreicht. Mit welcher Leidenschaft die dieses dritte Spiel um den 3. Platz angegangen, mit welcher Mannschaft die gespielt haben. Und wie die am Ende mit den Fans gefeiert haben, weil sie was Historisches geschafft haben, das ist uns total abgegangen in diesem Turnier. Und ich glaube, das muss auch eine Lehre sein, wie wir zukünftig an diese Großturniere rangehen. Alex, okay. Ich glaube, du kennst Nico ganz gut. Was sagt er denn zu seiner kroatischen Mannschaft? Ja, da habe ich jetzt nicht mit ihm drüber gesprochen. Also ich. Nein? Nee. Ich hatte ja zuletzt auch wenig Kontakt, weil er mit Sicherheit andere Aufgaben im Moment im Vordergrund hat und da denke ich, die Mannschaft sehr gut vorbereiten wird. Von daher glaube ich, dass er da sehr eingespannt ist. Also die Kroaten haben auf jeden Fall Typen mit Siegermentalität, nennt man das, glaube ich. Arjen Robben hat sich zu Mandzukic geäußert.
ein überragender Typ und ich kann ihm, glaube ich, nicht genug loben hier, weil das ist für mich ein Beispiel, das ist ein Kämpfer, das ist ein Spieler, den wirst du immer in deiner Mannschaft haben. Ich glaube, du wirst nicht gegen ihn spielen. Er ist vielleicht nicht technisch, vielleicht nicht der meist trickvollreichste Spieler, aber funktionell ist er. Er macht wichtige Tore und er ist immer da. Wenn du was erreichen willst, musst du in die großen Spiele da sein und dann musst du vorangehen und das macht er immer. Und deswegen für mich richtig großer Respekt für ihn. Ich übersetze nochmal, hat er fast zusammen. Kicken kann er nicht, aber er hat die richtige Mentalität. Warum hat der FC Bayern den denn verkauft? Vielleicht wollte er weg, weißt du doch nicht. Oder? Kann das sein? Könnte sein. Hat nicht ins Peps System gepasst, ne? Aber schau mal den Trainer. Ja, da haben so einige nicht reingepasst scheinbar. Ja. Aber schau mal diesen kroatischen Trainer, Dalic, ne? Der war völlig unbekannt. Ich glaube, der hat nicht mal eine Erstligamannschaft in Kroatien trainiert. Hat damals ein bisschen gelernt unter dem Helden von 98. Und wenn man jetzt sieht, der wurde 2 Tage vor dem entscheidenden Spiel verpflichtet, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen. Er hat gesagt, er wurde angerufen, ist mit dem Taxi zum Flughafen, ist nach Kiew geflogen, die haben in der Ukraine gewonnen und haben sich dann in den Playoffs gegen Griechenland durchgesetzt. Und jetzt würdest du ja normalerweise sagen, bei so einer Ansammlung von Weltstars hast du als Trainer, der bisher noch nichts vorzuweisen hat, vielleicht ein Autoritätsproblem. Und der scheint das ja so gut hinzukriegen mit Spielern wie Rakitic oder Modric, dass man das Gefühl hat, die laufen auch für ihn. Und er lebt diese Ruhe und diese Gelassenheit vor. Und was hat er gestern gesagt? Deschamps wird den Pokal nicht gewinnen. Also schauen wir mal, ne? Ja gut, das reicht ja, wenn es die Mannschaft schafft. Wir haben vorhin über Nico gesprochen, Nico Kovac. Er hat eigentlich die Grundlage, die Basis geschaffen für das, was wir nachher oder jetzt hier gesehen haben oder sehen dürfen. Man darf dabei nicht vergessen, es gibt auch in der Nationalmannschaft nur eine gewisse Motivationsebene. Ob wir die hatten oder nicht hatten, erreicht haben oder nicht, lassen wir mal dahin und sei mal dahingestellt. Aber neben der guten Trainerarbeit, die zweifelsfrei da auch in der Auswahl der Spieler und so weiter hat stattfinden müssen, muss man sagen, die Mannschaft selber hatte einen wahnsinnigen Charakter deshalb und auch eine Motivationsebene hochstehend deshalb, weil sie genau wussten, wir werden die letzte WM miteinander spielen. Denn die Leistungsträger, die absoluten Leistungsträger werden bei der nächsten WM nicht mehr dabei sein. Also sie haben natürlich auch noch nie gewonnen, ne? Das kommt auch noch dazu. Und sie haben in der Vergangenheit mit der Nationalmannschaft, 98 war die letzte richtig erfolgreiche kroatische Nationalmannschaft, die haben also mit Sicherheit da nochmal einen Extraschub erhalten, diese Truppe, die wir heute sehen. Und von daher, Hut ab vor der Mannschaft. Peter, apropos Truppe. Die wird aber einen Umbruch erleben. Gutes Stichwort. WM ist fast vorbei, Ruth. Und wir haben unsere Elf der WM auch zusammen. Zeit für gestochen scharfe Analysen. Mit der Traumelf zur WM und Expert. Ja, wir haben im Laufe unserer 6 WM-Doppelpässe diese Traumelf zusammengestellt. 2 Positionen waren noch offen, die wollen wir also heute noch besetzen. Und wir haben den Superstar Luka Modric, der Kroaten, natürlich schon längst mit drin. Aber jetzt nehmen wir auch noch auf dem Flügel Ivan Perisic, der ehemalige Wolfsburger und Dortmunder. Er war ja der entscheidende Mann im Halbfinale, hatte die Wende herbeigeführt mit einem Tor und einer Vorlage. Also ihn nehmen wir auch noch in unsere Elf. Hat sich ein bisschen am Oberschenkel verletzt, deswegen das Abschlusstraining gestern nicht mitgemacht, aber scheint wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme zu sein. Dann hätten wir noch die Belgier, die haben ja das beste WM-Ergebnis aller Zeiten von ihrem Land erzielt mit Platz 3, haben uns so viel Freude bereitet und gestern im Spiel um Platz 3 war ein Mann natürlich derjenige, der ganz groß aufgespielt hat, Eden Hazard. Er hat nämlich das Siegtor erzielt und zahlreiche Torchancen kreiert. Also er hat diese WM als große Bühne genutzt und deswegen steht er auch in unserer Traumelf vorne drin. Kylian Mbappé, der natürlich der große Superstar der Franzosen ist und der heute tatsächlich auch zum Stürmer des Turniers werden könnte im Finale. Das war's mit der WM Traumelf, präsentiert von Expert. Und jetzt unbedingt weiterlaufen lassen. Alex, viele haben Frankreich im Finale erwartet oder als einer der Top-Favoriten. Siehst du sie heute Abend auch im Vorteil? Ich persönlich von der Ausgewogenheit des Kaders und von der Qualität schon ein Stück weit vorne. Allerdings war das bei den Spielen davor, hat man auch England vielleicht ein Stück weit vorgesehen. Da haben sich die Kroaten halt auch durchgesetzt und von daher kann man da vielleicht kleine Vorteile sehen, aber grundsätzlich in so einem Finale entscheidet auch viel dann die Mentalität, der Kopf und
Deswegen glaube ich schon, dass beide Mannschaften einfach auch realistische Chancen haben, das heute zu machen. Schade, ich dachte, du sagst, im Finale ist alles möglich. Auch das. Sozusagen. Was zeichnet die Mannschaft denn aus, Thomas? Ich finde, sehr diszipliniert, finde ich. Ja, ne? Finde ich auch. Also für dass man Spieler hat wie Mbappé, wie Griezmann. Griezmann läuft immer mit zurück. Also Griezmann ist für mich der Spieler, der sich am meisten in ein taktisches Korsett reinpressen lässt. Der hat so eine individuelle Qualität, aber der macht so viele Wege auf der linken Seite. Und was ich ganz beeindruckend finde, ist halt das Mittelfeld. Ne? Also Conte, was der da für Bälle abläuft, das ist Wahnsinn. Und jeder dieser Spieler, auch ein Pogba, den man ja immer so ein bisschen nachsagt, er ist ein Exzentriker. Immer kritisch, die sind alle da drin, die geben auch den anderen den Ball, obwohl sie eigentlich so gute Spieler haben, dass sie es selbst machen können. Eigentlich begeistert haben sie mich nur gegen Argentinien, aber gegen Uruguay, das war auch sowas von souverän, haben selbst die Belgier abgekocht, ne? Und das die einzige Frage wird für mich heute Abend sein. Gute Gegner auch, ne? Gute Gegner. Ja. Wird für mich sein, ob sie nicht im Hinterkopf so ein bisschen die Angst haben, uns könnte dasselbe passieren wie vor 2 Jahren. Heim-EM gegen Portugal, eigentlich auch so ein kleinerer Gegner. Mhm. Also ich glaube, wenn die jetzt noch ein Finale verlieren, das wäre ein französisches Trauma. Wir gehen kurz nach Moskau zu Jochen Stutzki, unser Nationalmannschaftsreporter, ist auf dem roten Platz. Hallo Jochen. Schönen guten Morgen aus Moskau. Gib uns mal einen Stimmungsbericht, bitte. Also die Stimmung ist hier ganz gut am Roten Platz. Und was du da im Hintergrund siehst, ist auch genau das vorherrschende Bild. Es sind fast ausschließlich Kroaten hier. Die Franzosen sind eine rare Spezies, in etwa so wie die Deutschen. Also sind wir 10 französische Fans hier gewesen bisher den ganzen Morgen. Und ungefähr so viel wie Deutsche auch, also außer dass die Franzosen halt einen sportlichen Grund haben, hier zu sein. Trotzdem ist hier dahingehend nichts los. Die Kroaten aber sind hier tatsächlich in der Übermacht. Ich sag mal, sind hier am Roten Platz bestimmt 300-400 Stück. Da drüben ist ein Café, können wir vielleicht auch mal bildlich einfangen, in dem sich die Kroaten seit, Grüße aus der Schweiz auch, seit 60, 90 Minuten hier versammelt haben, Lieder singen und auch ein bisschen trinken. Wir konnten mit den Kroaten auch schon sprechen und sie meinten, es sind Tausende in der Stadt. Fast alle suchen noch nach Tickets. Es war sehr schwer, Tickets zu bekommen. Und die Tickets bekommen haben, haben bis zu 4.600 Euro für ein Ticket für dieses Finale hingelegt. Und was gerade schon in der Runde angesprochen wurde, es ist die Mentalität, die die Kroaten so stark und auch so sympathisch macht. Jetzt fangen sie wieder an zu singen im Hintergrund. Die Kroaten haben gesagt, diese Spiele, die Thomas Wagner vorhin angesprochen hat, diese entscheidenden Playoff-Spiele, die haben einem das Gefühl gegeben, dieses Jahr ist was drin. Dieses Jahr wächst was zusammen, das in was ganz Großem enden kann, heute an diesem Finaltag. Und es wird auch immer wieder der Vergleich gesucht zu 1998. Einige Kroaten haben gesagt, damals dachten wir schon, once in a lifetime, WM-Halbfinale, das gibt's nie wieder. Und jetzt wurde das sogar noch getoppt. Doch, und bei den Preisen würde ich deine Karte doch einfach verkaufen. Ne? Ist doch ganz einfach. Aber sag mal, wer ist für dich denn Favorit? Auch die Franzosen? Für mich sind es tatsächlich auch die Franzosen. So sieht so ein Finalticket übrigens aus, falls ihr das sehen könnt. Und wir verkaufen sie. Ich darf nicht so lange hier hochhalten, sonst kommen natürlich die Fans und ziehen es einem aus der Hand. Natürlich verkaufen wir es nicht, aber insgesamt sind natürlich die Franzosen schon das favorisierte Team. Es ist so ein bisschen der Gegensatz Qualität Frankreich gegen Mentalität Kroatien. Wir freuen uns auf ein ganz tolles Spiel. Jochen, schade, dass wir nicht nach unten schwenken können. Ich bin sicher, du hast da ein Schild, Ticket zu verkaufen, oder? Da steht nur ein Bier. Ist nicht so. Ist nicht so. Also, wir sind ja ganz gut bezahlt. Mein Lieber, vielen Dank, dass du so lange durchgehalten hast, die ganzen Wochen da. Komm, heile wieder. Schönes Endspiel. Dankeschön. In gut 4,5 Stunden startet das Finale. Die nächste WM dann erst in 4,5 Jahren in Katar. Was war neu? Was ist in? Wir zeigen die Trends dieser WM noch einmal auf. Die WM 2018, das Turnier der Standardsituation. Mehr als ein Drittel aller Tore entstanden nach ruhenden Bällen. Noch nie waren Standards so wichtig. Für Joachim Löw keine neue Erkenntnis. Auf dem Weg zum WM-Titel erzielte das deutsche Team ein Drittel aller Tore nach Standards. Auch diesmal arbeitete der Bundestrainer daran. Doch es fehlte ein ausgewiesener Experte für solche Situationen, wie 2014 der damalige Co-Trainer Hansi Flick.
Kreativität ist gefragt. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate holte sich seine Inspiration in anderen Sportarten wie American Football oder Basketball. Die Three Lions erzielten mit ihren teils unkonventionellen Varianten 9 Standardtore bei diesem Turnier und sind außerdem mit einem echten Mittelstürmer gesegnet, Harry Kane. Bei dieser WM zeigt sich, der klassische Mittelstürmer ist zurück. In Brasilien vor 4 Jahren kam die Gefahr mit James, Müller oder Messi noch aus der Tiefe. Die Torjägerliste bei diesem Turnier wird mit Kane, Lukaku oder Ronaldo wieder von echten Mittelstürmern angeführt. Mit der sogenannten falschen 9 hatte Spanien den Weltfußball jahrelang dominiert. Nicht das einzige Spanische, das aus der Mode gekommen ist. Ballbesitz ist out. Spanien, Deutschland, Argentinien. Die drei Mannschaften mit dem meisten Ballbesitz schafften es nicht einmal bis ins Viertelfinale. Ohne Tempo, ohne Tiefgang, ohne Hochschalten in den 5., 6., 7. Gang, ohne in den Rücken der Abwehr zu kommen, gewinnst du heutzutage noch nicht mal mehr gegen Panama und auch nicht gegen Südkorea. Der deutsche Fußball muss mit der Zeit gehen. Sonst ist seine Zeit abgelaufen. So, da waren ein paar Erkenntnisse drin, dieser Weltmeisterschaft. Alex, ohne Mittelstürmer geht's nicht mehr. Kann man das so sagen? Ja, ich denke, den Mittelstürmer hast du immer gebraucht. Alleine, um auch etwas verändern zu können im Spiel, hast du den immer gebraucht. Und von daher würde ich das gar nicht so krass sehen, dass der jetzt wieder zurück ist. Du musst auch in der Lage sein, einfach mal dein Spiel verändern zu können. Und wenn du da vorne jemanden drin hast, der auch die Innenverteidiger bindet, ja, wo du auch mal einen Zielspieler hast, der gute Laufwege auch in der Box hat, das war vorher schon wichtig und war diesmal auch wieder sehr wichtig. Peter, Ballbesitz ist Käse, sagst du, ne? Nein, Ballbesitz ist kein Käse. Ballbesitz ist wichtig, gar keine Frage. Aber es ist auch wichtig, mit dem Ballbesitz was anzufangen. Ich kann natürlich die Anzahl der Pässe summieren, addieren. Unterm Strich habe ich dann 40, 50, 60 Mal den Ball in den eigenen Reihen gehalten. Aber nicht ein einziger Ball. Und da gebe ich Ralf Rangnick eigentlich ungern, aber da muss ich ihm recht geben. Wenn ich den Ball in die Tiefe spielen kann, weil da keine Position da ist, nicht anzuschließen kann. Das Problem musst du noch mal erklären. Dann habe ich ein Problem. Ja, okay. Thomas, du sagst, Doppelsechs ist out, oder? Ja, von den 4 Halbfinalisten spielen 3 mit einem Sechser. Also die Engländer spielen mit einem Sechser. Beide Finalisten. Kanté ist für mich der Balleroberer des Turniers. Das ist auch in der Premier League schon so gewesen. Es gibt den klassischen Zehner nicht mehr. Es gibt dann eher diese Halbposition Achter, die sich dann situationsbedingt eben zurückfallen lassen. Kroatien spielt auch mit einem Sechser, nur davor eben 2 Achter, die auch in die Zehnerposition, aber auch in die Sechserposition spielen können. Wir haben das im klassischen 4-2-3-1 versucht, was bei der WM vor 4 Jahren noch ganz gut geklappt hat. Ich glaube, dass es schon ein paar Neuerungen gibt, auch diese Wertigkeit des Mittelstürmers. Natürlich hat er immer eine Rolle gespielt, aber dass der jetzt auch wieder Zielspieler ist bei der Torerzielung, sieht man ja auch an der Statistik dieser WM. Und es zeigt sich eben auch, dass es in keiner Mannschaft irgendwie einen Spieler gibt, der über allen anderen steht, wie das mal Maradona war oder Zidane damals. Auch die Topstars von Belgien jetzt, wir haben über Hazard gesprochen, dann hast du Lukaku, da hast du De Bruyne, da hast du noch Dries Mertens, der hat noch auf der Bank gesessen, obwohl der 20 Tore in Italien bei Neapel geschossen hat. Bei Frankreich Mbappé, Giroud, Griezmann, Pogba, also da ist keiner, der aus sich selbst heraus den Superstar spielen will oder aufgrund seiner Fähigkeiten über allen anderen steht. Also, und das zu handeln als Trainer ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die größte Aufgabe. Und da haben wir in vielen Bereichen einfach Defizite. Wir haben keinen klassischen Weltklasse-Mittelstürmer, muss man einfach klar sagen. Mario Gomez ist der Einzige, der diesem Typus irgendwie entspricht. Timo Werner ist für mich zwar auch ein Mittelstürmer, aber ein völlig anderer Typ. Eher diese falsche 9, der über die Außen kommt und Räume braucht. Wir haben keinen klassischen Abräumer. Selbst die Brasilianer haben mit Casemiro, der ja mit Modric und Kroos im Mittelfeld bei Real Madrid spielt, einen ganz klassischen Sechser, der die Räume zuhält, der für die Organisation des Defensivverbundes zuständig ist. Und da müssen wir einfach besser werden. Das muss man einfach sagen. Und da brauchen wir innerhalb der Nationalmannschaft eine neue Struktur. Und dafür ist der Bundestrainer mit allen eben gefordert, diese Leute jetzt dann eben auch zu installieren. Kajan, das wichtigste Erfolgsrezept dieser WM? Standard. War immer schon wichtig, aber ich habe das Gefühl, so wichtig wie diesmal? Und unter anderem, ich würde gerne eins noch ergänzen, das ist das, was die Franzosen vorleben, konzentrieren auf eine eigene Stärke, auf
die Fähigkeit, wirklich diszipliniert zu spielen, im Sinne der Mannschaft zu spielen. Deschamps, ein Trainer, der selbst defensiver Mittelfeldspieler war und weiß, wie wichtig es ist, erstmal stabil zu stehen. Teilweise stehen sie ja nur 30, 40 Meter vom Tor mit 10 Feldspielern. Selbst Giroud turnt dann sehr weit hinten rum und stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft, hat noch kein Tor geschossen. Ich glaube, dass das etwas ist, so fokussieren, konzentrieren, auch ein bisschen Demut haben, nicht zu übertrieben zu Werke zu gehen. Wir hatten das Spiel gegen Mexiko beispielsweise, wo wir Harakiri-Fußball nach vorne gespielt haben. Das ist, glaube ich, etwas, was der deutsche Fußball mitnehmen sollte. Die Standards obendrauf beeindrucken, was die Engländer beispielsweise gemacht haben. Also diese Theorie zu sagen, komm her, wir orientieren uns ein bisschen an der NFL und gehen so ein bisschen rein in diesen Quarterback-Bereich. Vorne werden erstmal ein paar weggeräumt, dann ist einer hinten, der plötzlich Luft hat und das Ding einstellen kann. Die da standen, ne? Gigantisch, also echt gigantisch. Und das ist sicherlich etwas, was man obendrauf nochmal mitnehmen kann. Es gab sehr viele Elfmeter, mehr als sonst. Was, finde ich auch, hat mich überrascht, hervorragend geklappt hat, war der Videoschiedsrichter. Im Vergleich zur Bundesliga war das ein ganz, ganz klarer Schritt nach vorne. Es ist jetzt zum vierten Mal, dass einer vorgreift, was wir gleich noch besprechen. Rot übernimmt. Und ihr habt ja schon ein paar Dinge angesprochen, die uns aufgefallen sind bei dieser WM. Also zum Beispiel die Anzahl der Standardtore und auch, vielleicht haben Sie sich auch gewundert, die Nachspielzeit, wie viel da nachgespielt wurde. Im Schnitt tatsächlich 7 Minuten, also erste und zweite Halbzeit zusammengezählt. Zum Vergleich 2014 waren es noch 5 Minuten, also knapp 6 Minuten. Sie haben sich wahrscheinlich auch gewundert. Ja, Wahnsinn, nicht nur 3 Minuten Nachspielzeit, sondern deutlich mehr. Und das war auch eine entscheidende Zeit. Da fielen nämlich 19 Tore und 13 davon hatten dann tatsächlich auch einen anderen Spielausgang zur Folge, wie zum Beispiel, wir erinnern uns an die Belgier gegen Japan oder auch Toni Kroos, ja, gegen Schweden. Also das noch eine Besonderheit. Insgesamt wurde großzügiger gepfiffen und jetzt, Bernd, kommst du ins Spiel, denn wir wollen natürlich noch über den Videoschiedsrichter sprechen. Das hat wunderbar funktioniert, also 16 Mal wurde eine falsche Entscheidung korrigiert und die Frage an dich, Bernd, warum kann sich die Bundesliga da so viel abgucken? Na, dann mal los. Ja, also ich kann das nur unterstreichen, dass diese Videoassistenz wirklich hervorragend geklappt hat. Und ich denke, das hat einen wesentlichen Grund. Wir haben im letzten Jahr erlebt in der Bundesliga eine Foul-Analyse. Hier ging es aber bei der Weltmeisterschaft um eine Fehlentscheidungsverhinderung. Das heißt, alle Zweikämpfe sind durchgelaufen. Und wir denken noch mal an das zweite Halbfinale England gegen Kroatien, das 1:1. Was hätte es hier für Diskussionen gegeben, wo Perisic mit dem langen Fuß reingeht gegen den Kopf? Der Schiedsrichter hat entschieden, das war ein Zweikampf. Der Fuß war nicht zu hoch, der Kopf war nicht zu tief. Und damit ja, hat das auch war nicht dein Kopf, du hast gut reden, der hat ihn ja fast da. Ja, du bist auch nicht so oft mit dem Kopf reingegangen, aber ich wäre gar nicht in der Nähe gewesen. Spaß beiseite. Also hier hat sich der Videoassistent bewusst rausgehalten und ich denke, das war eine grundsätzliche Linie, nochmal nicht nur die Foul zu analysieren, dass wir auch in diesem Kreis gesagt haben, da war die Berührung. In der dritten Zeitlupe haben wir eine Berührung gesehen. Aber die Frage ist doch, hat die Berührung ursächlich dann mit der Auswirkung zu tun? Und hier war wirklich durchgestellt von der FIFA, kaum einzugreifen und die paar Mal, die eingegriffen wurde, war in entweder Foulspiel oder das, was noch offen war. Auch bei Abseits, einige Bernd, war das auch gut? Bei Abseits, bei Abseits muss ich sagen, bin ich eigentlich nicht zufrieden. Es wurde ja gesagt, wir haben mit 99,7% der Sicherheit diese neue Abseitslinie, neudeutsch Kalibrierungslinie, die kaum zum Einsatz kam. Aber das hat auch insgesamt dem Spiel gut getan. Und wenn wir das von der FIFA übernehmen, diese Abseitslinie und vielleicht auch die Informationen der Zuschauer, der Fans im Stadion. Ich denke, dann passt das Paket und dann ist der Videoassistent auch richtig eingesetzt. Transparenz ist das große Wort, ne? Was glaube ich? Ich glaube, jeder zu Hause, der vor dem Fernsehschirm sah, als dann angezeigt worden, jetzt kommt der Videoassistent, hat wie gebannt auf diesen Fernseher geguckt und hat gesagt, wie würde ich jetzt das entscheiden? Das ist, glaube ich, eins, was die DFL unbedingt einführen muss, dass die Zuschauer sowohl im Stadion als auch zu Hause erkennen, was ist da eigentlich dann der Grund der Entscheidung und das, was Bernd gesagt hat, nur bei massiven Dingen eben einzugreifen. Und natürlich hätten wir 1000 Mal über Perisic-Tor diskutiert und war der Fuß zu hoch und so weiter. Da hat man einfach die Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Platz gelten lassen und nicht irgendwie eine Diskussion angezettelt und den Schiedsrichter vor Ort sozusagen noch geschwächt damit. Es hat sich auch keiner beschwert, richtig, ne? Oder? Nee, es hat sich auch keiner beschwert. Es hätte sicherlich Schiedsrichter gegeben, die auch einen Foul gepfiffen hätten. Ja. Aber es ist eben keine klare Entscheidung. Und da darf der Assistent einfach nicht eingreifen. Und das hat die FIFA sehr gut gemacht.
ich erinnere mich noch an Diskussionen vorher, boah, wie soll das denn da werden mit Schiedsrichtern, die noch nie mit dem System gearbeitet haben und wie, die dann die Sprache nicht können, aus Asien oder aus Afrika. Es hat wunderbar funktioniert und ich fand es immer lustig zu sehen, wenn ich dann den Videoassistentenraum eingeblendet gesehen habe, wo die dann auch in Schiedsrichter-Outfit standen. Das fand ich übrigens auch sehr wichtig. Haben die ja Fußballschuhe angehabt? Ich fand übrigens sehr gut, dass man die Videoschiedsrichter mal gezeigt hat, weil dadurch hast du irgendwie das Gefühl auch, das sind Menschen, die da sitzen und nicht irgendwelche Leute in Köln, wo keiner weiß, wer das ist. Also ich muss auch sagen, bis auf, glaube ich, einmal beim Spiel Brasilien, wo das mit dem Elfmeter im Nachhinein, wo alle gesagt haben, das hätte man pfeifen müssen, ist es eigentlich immer ganz gut ausgegangen. Ich fand es auch gut, dass es einfach ein bisschen laufen gelassen wurde, weil es einfach für den Zuschauer einfach angenehmer ist. Die sollen ja auch gelbe und rote Karten dabei gehabt haben, die da unten standen. Aber es ging vor allen Dingen noch sehr flüssig, hatte ich immer das Gefühl. Ja. Ne? Es ist was passiert. Der hat einmal mal ganz kurz gemacht. Ne? Dann war der schon auf dem Weg raus, bekam wohl die erste Mitteilung, wie es da gesehen wurde, hat es selbst nochmal angeschaut. Und dann bei uns hat man immer das Gefühl, erst mal malen so ein bisschen und dann nochmal so, dann gehe ich selber raus. Das hat das Ganze auch viel, viel schneller gemacht bei dieser Weltmeisterschaft. Naja, nochmal, wir haben im letzten Jahr diese Foul-Analyse erlebt. War das wirklich ein Treffer oder hat der da zugegriffen oder nicht? Hier war jetzt wirklich feststellbar, diese internationale Linie, was eigentlich immer gefordert wird, was aber in der Bundesliga gar nicht angenommen wird. Und wir haben ja im ersten Spiel gegen Mexiko bei unserer Mannschaft gesehen, da sind sie umgefallen, haben geguckt, auch der Schiedsrichter pfeift nicht, was ist denn jetzt los? Also die Großzügigkeit, Fußball ist immer noch ein Zweikampfspiel, ein körperliches Spiel. So umsonst. Nee, das umsonst. Nein. Wenn Bernd schon mal Geld rausholt, muss er auf jeden Fall zugreifen. Hast du darauf geachtet, was für Geld er da reingeschmissen hat? Das war kein kroatisches. Kuna. Nein, also das haben auch die Spieler verstanden, dass nicht jeder Zweikampf, nicht jede Körperberührung automatisch ein Foul ist. Und das ist so durchgesetzt worden, nicht nur im Mittelfeld, sondern auch im Strafraum. Und wir haben ja wirklich meist in der Bundesliga, dass auch die Kommentatoren sagen, ja, das war ein Freistoß, den kann man geben. Ja, den kannst du geben. Die Frage ist aber, gibst du diesen kleinen Freistoß auch im Strafraum als Elfmeter? Und da sagen die meisten, nein, ja, warum pfeifst du den denn da? Also diese Gleichbehandlung Mittelfeld und Strafraum, denke ich, ist einwandfrei von den Schiedsrichtern durchgesetzt worden. Also kann man nur sagen, Bernd, als Fazit vielleicht Bundesliga einfach nachmachen, ne? Oder? Übernehmen, ne? Großzügig und der Trainer weiß das ja, wenn die Spieler merken, wo die Grenzen des Schiedsrichters sind, entweder eng oder weiter, dann spielen sie auch, dann gehen sie auch mehr in die Zweikämpfe, weil sie wissen, nicht nochmal, nicht jede Körperberührung ist ein Foul, sondern das muss wirklich der Maßstab jetzt auch für die kommende Bundesliga-Saison sein, nicht nur für die Schiedsrichter im Feld, sondern auch für die Videoassistenten. Matze, das kann nicht sein, 10 Stunden schlafen und kein Alkohol, oder? Das stimmt ja nicht. Ich habe gehört, dass er angeblich doch 5 mal 90 Minuten schläft. Vielleicht sind das 10 Stunden, aber er hat doch irgendwie so einen ganz komischen Schlafrhythmus. Lass mal rechnen. Cristiano Ronaldo, ich weiß nicht, rechne du. Aber ich muss sagen, ich finde jetzt mal unabhängig von den Summen und was es für die Bundesliga bedeutet, aus Sicht von Cristiano Ronaldo, es wird ja auch viel darüber geschrieben, demontiert er sich selber, wenn er Real Madrid verlässt und eigentlich sollte er bei dem besten Verein der Welt bleiben. Ich finde es richtig, weil was soll er bei Madrid noch erreichen? 3-mal Champions-League-Sieger, Zidane ist nicht mehr da. Und von daher, wenn du noch mal die Möglichkeit hast, und er ist ja jemand, der immer noch brennt und der mit Sicherheit auf jeden Fall mindestens 2 Jahre noch auf absolutem Top-Niveau spielen kann und wird, ich finde diese Entscheidung von ihm auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Von ihm, ja. Vor allen Dingen, ich glaube, es hat ihm ja gefallen, dass er so beklatscht wurde, also bei Juve dieses Wahnsinns-Tor gemacht hat. Sein Ego wurde da sehr gestreichelt. Das hat ihm gefallen. Und ich glaube, mit Juve jetzt nochmal die Champions League zu gewinnen, weil die haben ja ein Trauma. Ich glaube, die haben 7 Finals verloren. Dann würde er sich natürlich in einem anderen Land auch nochmal auf den Sockel stellen. Tragisch wäre es jetzt nur, wenn Buffon geht jetzt, um die Champions League mit Paris zu gewinnen. Und dann gewinnt Ronaldo sie mit Juve. Ne? So. Trotzdem müssen wir eins mal, bevor wir weiterreden, kurz klären. Also über 100 Millionen ist ja schon Brett. Ne? Und dann ein 4-Jahres-Vertrag. Also, ist er das wert oder ist das einfach heute alles ganz normal? Cristiano Ronaldo, ein überirdischer Spieler mit astronomischen Summen. 112 Millionen Euro Ablöse, geschätzte 31 Millionen Euro Jahresgehalt. Und das für einen 33-Jährigen, der seinen Zenit vielleicht schon überschritten hat. Ein Ende des Transferwahnsinns ist noch lange nicht in Sicht.
Ronaldo in Italien, Kane und De Bruyne in England, Messi und Griezmann in Spanien, Neymar und Mbappé in Frankreich. Und in Deutschland? Jede Liga hat jetzt ihren Superstar, nur die Bundesliga nicht. Doch auch in Deutschland wird nicht gegeizt. 375 Millionen Euro hat die Liga bis jetzt schon für neue Spieler ausgegeben. Auch die Bundesliga nimmt viel Geld in die Hand, nur nicht für Superstars. Denn mittlerweile kosten selbst international durchschnittliche Spieler mindestens 20 Millionen Euro Ablöse. Dortmund holt den Mainzer Abdou Diallo für 28, Gladbach aus Nizza Alessandro Player für 23 Millionen Euro. Es sind deutlich kleinere Namen für vergleichsweise hohe Summen. So wird aus der Weltmeisterliga eine überteuerte Mittelmaßliga. Alex, sind wir da schon angekommen im Mittelmaß? Ja, wenn man jetzt nicht so schön, ne? Ja, ich sag mal, wenn man jetzt das nur über diese Zahlen definiert, Gott sei Dank hat man ja immer auch wieder andere Beispiele, dass nicht nur das Geld am Ende die Leistung dann auch widerspiegelt. Klar, in der Spitze, wenn du die Champions League gewinnen willst, ja, dann musst du auch dann solche Spieler wahrscheinlich auch verpflichten, klar. Aber grundsätzlich würde ich das jetzt nicht nur über das Geld definieren, die Qualität dann auch am Ende, die wir auf dem Platz sehen. Also ich war jetzt vor kurzem auch mal zwei Wochen in Amerika, habe mir da die Organisation angeguckt und konnte da auch zwei Spiele sehen. Und das, was drumherum aufgebaut wird und das, was da an Merchandising und die Maschinerie, die da läuft, so, und das Produkt am Ende, was du siehst, das passt halt auch nicht so ganz zueinander. Ja. Warst du beim Fußball oder beim Baseball? Nee, ich war beim Fußball, ja. Ja, American ist Football ist so, ne? Nee, ich war schon beim Fußball. Kommt Soccer so an vierter Stelle oder fünfter, ne? Ja. Ja. Peter, du sagst, ja, nein, wir sind nur noch eine Ausbildungsliga. Wir müssen mal ehrlich sein, ich bin auch derjenige, der immer gesagt hat, Bundesliga, stärkste Liga der Welt und so weiter und so weiter. Das ist Vergangenheit. Wir müssen uns orientieren, in die Spitze gehen, Champions League. Die einzige Mannschaft, die mithalten kann, ist der FC Bayern München. Ansonsten haben wir nur noch Ausbildungsvereine in der Bundesliga. Die Ergebnisse in der Euroleague und so weiter sind katastrophal. Die waren hervorragend, sind katastrophal geworden. Aber die Entwicklung sieht eindeutig daraus, dass die Bundesliga Leute holt, ausbildet, weiterverkaufen muss, weil das ganz, ganz große Geld, von dem wir dann reden, ist schon fast pervers, wird woanders gezahlt. Wobei ich sagen muss, dass du zwar recht hast mit Bayern München, aber ich glaube, dass diese Überlegenheit des FC Bayern zwar vielleicht den Bayern-Fans lange Zeit gefallen hat, aber ich glaube, dass das für das internationale Geschäft auch für den FC Bayern nicht gut ist. Also ich finde, dass die Mannschaften, die da drunter kommen, Dortmund, Schalke, dass die vor allem gucken müssen, wieder an die Bayern ranzukommen, damit einfach da die Leistungsdichte... Dann habe ich mehr Qualität, richtig? Genau, hast du mehr Qualität und dann ist es auch international vielleicht für uns ein bisschen einfach, mal wieder den Champions League zu holen oder... Da hast du jetzt vom Ansatz her die richtige Analyse gebracht. Wie können wir was verbessern? Also wir richten uns nach Bayern München, müssen eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen, um erst dahin zu kommen, wo Bayern München bereits ist. Nur wir dürfen nicht vergessen, Bayern München hat die Champions League, das ist deren Anspruch, in den letzten Jahren auch nicht mehr gewonnen. War irgendwo auch mal Schluss. Ich sage, das tut denen auch nicht gut. Genau. Aber wir geben 20, 30 Millionen trotzdem aus. Ja, für Durchschnitt teilweise. Ja. Bleibt gar nichts anderes übrig? Das ist die Realität. Also wir müssen uns ja mit den Realitäten auseinandersetzen. Und wenn wir uns diesen Dingen nicht einfach öffnen, diesem globalen Markt, und da wird, ist der Ronaldo-Transfer, was Italien betrifft, der jetzt erst der Anfang dieses Ganzen, da werden andere Vereine werden nachziehen. Inter Mailand, AC Mailand ist jetzt übernommen worden von einem Hedgefonds oder von einem Investmentfonds, ja, in Amerika. Also da wird sehr viel Geld investiert in diesen Ländern, die das aus ihren Strukturen auch machen können. Aber wir können das in Deutschland nicht. Wir leben noch so, so wie die Nationalmannschaft aufgetreten wird, wir sehen immer noch diese... Wir sind die beste Liga nach der Premier League, das ist aber nicht mehr Realität. Und deswegen, der Neustart gilt auch für die Bundesliga. Was ist zu tun? Noch mehr Geld in die Hand nehmen? Ich weiß nicht, ob du unbedingt noch mehr Geld in die Hand nehmen musst. Ich glaube, in der Bundesliga muss erstmal ein Umdenken stattfinden. Nämlich die Bayern spielen in einer anderen Liga, das muss erstmal aufhören. Da musst du dich erstmal darauf konzentrieren, dass du da auch mal wieder in ein Spiel gehst und sagst, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Also es gibt in der Bundesliga erstmal ein Problem. Und dann gibt es das zweite Problem, das ist die Bundesliga dann wiederum im internationalen Wettbewerb. Und natürlich musst du dann irgendwann überlegen, wenn die vermeintlichen Superstars in Spanien, in England, in Frankreich und in Italien spielen, dass du dich vielleicht auch ein bisschen öffnen musst. Ich bin nur kein Freund davon zu sagen,
lass uns die Kohle rauspulvern und lass uns dann irgendwelche Leute holen, sondern eine vernünftige Mannschaft, eine vernünftige Struktur bekommst du auch, glaube ich, mit Spielern hin, die irgendwo sich mittlerweile in diesem Bereich 20 bis 40 Millionen bewegen. Alles darüber hinaus, finde ich, ist Wahnsinn, mit den Summen kann ich nicht umgehen. Und die neuen Superstars sehe ich in der Bundesliga eben auch nicht. Und im Nachwuchsbereich, wenn man mit den Verantwortlichen dort spricht, der Nachwuchs bietet auch kein Füllhorn von Superstars, die in zwei Jahren die Mbappés von Deutschland sind. Also da haben wir große Aufgaben vor uns und deswegen gilt es auch für alle da gemeinsam anzupacken und diesem Ziel eben auch zu folgen. Wie können wir den deutschen Fußball wieder wettbewerbsfähig machen, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich? Und die wirtschaftliche Komponente wird einfach eine große Rolle spielen. Da können wir uns nicht abkoppeln von anderen Nationen. Wir sind da nicht auf einer Oase der Ruhe, sondern wir sind da in einem knallharten weltweiten Wettbewerb. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Ist das nicht auch ein Grund, warum... Ja. Leidet die Liga nicht auch darunter, naja, die Frage dass die Trainer auch, mittlerweile auch gehen? Ob das auch ein Grund ist, warum unsere Nationalmannschaft eben in diesem Jahr nicht so gut gespielt hat? Weil das Kerngerüst ist ja schon der FC Bayern. Und wir haben es ja gesehen, in der Liga spielen die oder gewinnen die auch mit 80%. Wenn aber dann Real Madrid kommt, dann reicht es eben nicht mehr aus, wenn du so hoch springst, wie du musst. Also vielleicht ist das auch ein Grund. Und die Trainer, die besten Trainer, Klopp, Pep, Entschuldigung, du jetzt auch demnächst in England, ja, sind dann alle in England. Also von daher ist das vielleicht auch ein Grund. Ja, ist es so, dass die Trainer... Ja. Ist aber als Ganzes zu sehen. Die Top-Trainer, sagen wir mal, die verlassen auch die Liga. Natürlich sind hervorragende Trainer, gerade von dir genannt, sind jetzt im Ausland. Aber genauso hervorragende sind auch noch im Inland, in der Bundesliga und auch drunter tätig. Das ist das große Problem nicht. Die Trainerqualität richtet sich ja nicht nur nach dem eigenen Vermögen, sondern wie das eigene Vermögen entwickelt wurde. Und das liegt an der Trainerausbildung. Auch da sollte man sich ein paar Gedanken machen, das ist durchaus richtig, aber... Da bin ich mit Sicherheit der falsche Ansprechpartner. Immer aufzutreten als der große Kritiker, der alles besser weiß, das weiß jeder, der mich kennt. Aber muss ich nicht sagen. Wir kennen dich. Aber ist es nicht auch so, dass wir zum Beispiel, wenn wir über Europa League gesprochen haben, da kann jetzt ja keiner sagen, das hat nur was mit Geld zu tun. Und wenn man sieht, wie die Spanier da Jahr für Jahr abräumen, die eine größere Liga haben als wir, die im Pokalwettbewerb Hin- und Rückspiele haben. Wir haben eine 18er Liga und das Erste, was ich höre, wenn jemand in der Europa League-Saison geht, boah, wir schaffen ja nicht Vorrunde, dreifach Belastung, hoffentlich keine Abstiegsgefahr. Da wird schon etwas abgeschenkt von vornherein, wo andere Länder eine viel größere Belastung haben. Ja, aber du hast aber in Spanien hast du aber immer Barcelona und immer Madrid und die sind immer auf Augenhöhe und die müssen die Madrilenen und die Spieler von Barcelona müssen immer Vollgas geben. Bei uns hast du eben seit 4-5 Jahren den FC Bayern, ich rede gerade über Dortmund 5-0 weghauen. Aber ich rede über Sevilla und ich rede über Atletico Madrid, die in der zweiten Reihe oder fünf Mannschaften. Ja, absolut. Ja. Aber wir müssen mal überlegen, dass deutsche Mannschaften gegen so Welttruppen aus Schweden ausgeschieden sind. Ja. Und nicht gegen Real Madrid ohne Östersund, 5000 Einwohner. Zum Beispiel, ja, Hertha BSC lässt grüßen. Ja. Das sind die Nummern. Und da ist einfach, und das müssen wir eindeutig einsehen, die Bundesliga bildet im Augenblick aus. Und derjenige, der ein Ziel erreicht hat, der kommt dann hin und sagt, ja, jetzt haben wir im nächsten Jahr eine Doppelbelastung. Ja, wer diesen Spruch allein tätigt, wer diese Aussage allein tätigt, hat in diesem Job nichts zu suchen. Denn das muss ich handeln. A, arbeite ich dahin, irgendein Ziel zu erreichen. Wenn ich es dann erreicht habe, sage ich, oh, scheiße. Da komme ich leider da wollte ich gar nicht. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich gar nicht hin. Ja. Noch schnell, ja. Die Frage ist ja, wir haben vorhin über Nachwuchsleistungszentrum gesprochen. Ronaldo war vielleicht auch mal 15, 16 oder vielleicht ist er schon so als... Nee, war bestimmt mal irgendwann, ja, ja. Ja, und jetzt kommt diese Akademie. Die Frage ist aber, wie gehen wir mit dieser Pyramidenspitze um? Viele Bundesligisten melden ihre U23 ab. Wo soll denn das herkommen? Wir bilden aus in der Breite, in den U-Mannschaften und dann schneiden wir auf einmal die Spitze ab und dann stehen sie alle da. Das ist natürlich auch eine Frage, die man betrachten muss. Wir werden das Problem heute nicht lösen können. Wir müssen jetzt noch emotionaler werden, als wir schon die 2 Stunden waren. Das heißt Abschied nehmen. Der Mann, mit dem ich mehr Wochenende verbracht habe als mit meiner Frau, macht jetzt Schluss im Doppelpass. Thomas Strunz, so schaut's aus. Es ist eine Unverschämtheit. Der Mann ist gerade mal 50 und will sich bereits in den Ruhestand verabschieden. Was erlauben, Strunz? Das klären wir später. Jetzt müssen wir ihn erstmal würdigen. Thomas Strunz, der Ronaldo unter den Experten. Aber er war mehr als nur Experte. Er war... Meine Wochenendbeziehung. Der allerbeste Freund von Giovanni Trapattoni. Also, manchmal bist du auch ein kleiner Klugscheißer. Entschuldige. Von wegen. Nur wenige haben das WM-Debakel der deutschen Mannschaft kommen sehen. Er schon. Sehe ich mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen. Und ich sehe uns nicht als Top-Favoriten auf den Titel in der aktuellen Verfassung. So schaut's aus. Strunz,
Struzzi ist 2 Jahre hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlauben Struz? Was erlauben Struz? Damals war es nicht ganz so lustig. Das war nicht super lustig. Was erlauben Struz? Ich mag ihn immer noch. So schaut's aus. Aber warum geht einer mit 50 in Rente? Ganz einfach, der Mann war immer ein bisschen frühreif. Ich hatte meine Midlife-Crisis schon mit Ende 20. Deswegen ist er mit der Idee aufzuhören irgendwann schwanger gegangen. Oder halbschwanger? Es gibt nicht halbschwanger. Das sagst du mir, der 5 Kinder hat, ne? Also. Jetzt weiß ich, wo er seine ganze Kraft immer gelassen hat. Die hat er natürlich ausschließlich dem Fußball gewidmet. Da kann man sich jetzt nicht einfach so vom Acker machen. Strunzi, es ist eine Riesensauerei, dass du einfach aufhören tust. Und die Frage ist, was tust du denn jetzt überhaupt? Und noch eine allerletzte Frage. Wie hat dir jetzt eigentlich dieser Film gefallen? Meine Lieblingsrubrik. Meine Lieblingsrubrik. Meine Lieblingsrubrik. Oh, danke. Ich habe fertig. So schaut's aus. Vielen Dank. Hat mir gut gefallen. Also das Wenigste, ne? Oder? Das bleibt so hängen. Ich weiß nicht, hast du mal gezählt, wie viele Sendungen es waren, ne? Also ich glaube, wir haben zusammen irgendwie schätzungsweise 400 oder sowas gemacht. Ne? Mit Liga Total und DSF früher und Spieltaganalyse, Doppelpass ja. Jetzt. Es war eine unglaubliche intensive Zeit, auch gerade mit dir, wie du es schon gesagt hast. Unsere Wochenendbeziehung hat mir sehr gut gefallen, wenn wir sonntags, montags und Dienstag noch Fan-Talk gemacht haben. Auch noch gemacht, Chef. Ich muss mich auch beim ganzen Team bedanken von DSF und Sport1, die mich auch so lange ertragen mussten, weil ich ja schon auch manchmal spezielle Meinungen vertreten habe, auch intern mal bei der Sendungsgestaltung mal mitgewirkt habe, insbesondere bei der Spieltaganalyse. Bei den Zuschauern natürlich, die mich so lange begleitet haben und bei dir natürlich auch ganz besonders, weil du mich auch eben so lange ertragen hast. Ja. nicht nur als Mannschaftskollege über Jahre bei Bayern, Nationalmannschaft und dann auch noch im Fernsehen. Sensationell. Überleg mal, wie lange wir wirklich schon kennen. Das ist Wahnsinn. Auch irgendwie verrückt. Hast du noch irgendwie, ist irgendwas ganz Besonderes in Erinnerung geblieben? Irgendwie? Nee, ich bin das oft gefragt worden, aber das irgendwie. War was Lustiges? Ja, lustig war es ja eigentlich immer, ne? Ja, wir hatten immer viel Spaß. Also vor und hinter der Kamera war es immer lustig. Also so das was ganz Besonderes kann ich gar nicht sagen. Ich bin immer gerne zu allen Sendungen gefahren. Es hat mir immer riesen Spaß gemacht, alle möglichen Formate zu begleiten, sowohl im Stadion dann auch oder auch hier. Aber für mich ist jetzt einfach Zeit, einfach was anderes zu machen. Es gab auch immer nette Gespräche an unserer Bar, ne? Nach der Spieltaganalyse auch das, haben wir immer zusammengesessen. Peter kennt das auch noch. Matze wollte auch noch kurz was loswerden. Ne? Ja, ich möchte als Franz Beckenbauer möchte ich natürlich noch ganz kurz eben sagen, lieber Thomas, es ist natürlich schade, dass du jetzt aufhörst, ja? Dass ihr zwei nicht mehr länger im Löffelchen schlafen könnt. Das tut mir natürlich furchtbar leid. Ja? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir gewünscht, dass du weitermachst, weil du bist ja von alleine gegangen. Und wenn du nicht von alleine gegangen wärst, ja, dann hätte man dich morgen rausgeschmissen. Applaus für Thomas Strunz. Ja, super. Also nochmal, vielen Dank für die vielen Jahre. Sehr gerne.